Ich hatte schon die ganze Zeit diesen Gleich geht's los Bildschirm laufen, aber habe vergessen, auf Stream starten zu gehen. Und habe gerade auf diese Perspektive gewechselt und habe alle begrüßt, so wie Nikolarius und Real Toby und Intefare und Cookie und Happy. Und dann die habt ihr jetzt geschrieben. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Wieso schreibt niemand was? Hey Marielle. Und dann habe ich gesehen, ich war noch gar nicht am Stream. Ich habe schon mit euch geredet, da war ich noch gar nicht am Stream. Ah, schon mal ein schöner Fail hier. Direkt am Start. Ach, gucke, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Schön, dass ihr auch da seid. Aber wir haben es geschafft. Shion schreibt, wenn meine Grafikkarte schon zu schwach für Mass Effect ist, dann freue ich mich doch, dass du es streamst. Hä, ist so ein steinaltes Spiel. Kann deine Grafikkarte wirklich so viel zu schlecht sein? So viel schlecht, so... So schlecht sein? Ja, wahrscheinlich kann sie das. Wir schauen heute rein in die Mass Effect Legendary Edition. Das heißt, wir fangen den ersten Teil an. Ich guck mal, wie es so fluppt. Wo ist der Mass Effect Song? Ja, weiß ich auch nicht. Demo! Oh, das ist schon echt Oldschool Pizmeat Lore, sag ich jetzt mal. Das Game liegt hier und es ruckelt wie sonst was, leider. Oh, das tut mir echt leid, Shion. Das ist krass. Hätte gar nicht gedacht, dass das so hohe Anforderungen hat, ehrlich gesagt. Also ich habe heute wirklich mit mir gehadert, muss ich ganz ehrlich sagen. Erst gab es bei der Mass Effect Legendary Edition gab es die Problematik, dass Leute Angst hatten vor DMCA, also Musik-Takedowns von Warner. Weil die Musik, die für Mass Effect geschrieben und komponiert und produziert wurde, die wurde lizenziert von Warner, die unter anderem Kinofilme machen. Und die sind dafür bekannt, live zu striken. Auch DMCA-Takedowns auf Twitch-Kanäle durchzuführen, und das kann halt in teilweise bis zu mehrtägigen Bans führen. So, jetzt haben aber die Entwickler von dieser Mass Effect, also von BioWare, hat einer getwittert, so aus deren Perspektive ist eigentlich jetzt alles geklärt. Sollte doch nochmal was passieren, soll man sich bei denen melden. Dann habe ich gedacht, okay, das sieht ja dann schon mal vergleichsweise safe aus. Könnte man also streamen. Und dann habe ich überlegt, ja okay, ergibt das denn Sinn, Mass Effect zu streamen? Weil ich nicht die deutsche Sprachausgabe spielen möchte. Weil die im ersten Teil wirklich noch so richtiger Much ist und für mich die Nostalgie-Sachen halt auch die englischen Stimmen sind. Die englische Sprachausgabe ist halt brillant über die drei Teile verteilt. Da sind eine der besten Sprachschauspielereien in der Videospielgeschichte aus meiner Perspektive ist Martin Sheen als der Elusive Man im zweiten Teil. Und für mich ergibt es halt keinen Sinn, das Spiel auf Deutsch zu spielen. Da habe ich mir gedacht, ergibt das Sinn, auf einem deutschen Live-Kanal das Spiel trotzdem zu streamen, wenn ich es auf Englisch spiele. Seth Green als Joker, korrekt, ist auch absolut grandios. Auch Jessica Hale, oder Jennifer Hale? Jennifer Hale, glaube ich. Die Stimme von Femshep soll großartig sein, die kenne ich aber nicht so gut. So. Und dann habe ich mir gedacht, ergibt es denn überhaupt Sinn, da zu streamen, wenn du gerade noch ein aktives Dark Souls-Projekt hast, das ich natürlich jetzt nicht unterbrechen will, das würde ich schon gerne weiter streamen. Da habe ich mir gedacht, ja doch, heute ist der Release-Termin. Ich will nichts versprechen, aber wir gucken heute auf jeden Fall rein. Ich werde das wahrscheinlich nicht direkt weiter streamen, sondern ich will eigentlich lieber erst einen Strich unter Dark Souls ziehen und dann können wir das ja vielleicht nochmal angehen. Aber ich will heutige Tag ist der Mass Effect Legendary Edition gewidmet. Das heißt, heute kommt es raus und deswegen gucken wir da heute rein, am heutigen Abend, und starten mit Teil 1. Und wenn mir das gefällt, wenn euch das gefällt und wenn ich Bock habe, das weiter zu streamen, nachdem ich mit Dark Souls dann durch bin in den nächsten Tagen, dann können wir das ja vielleicht nochmal angehen. Aber für heute ist es erstmal ein Reinschauen. Ich bin selber ein sehr großer Fan von Mass Effect, muss ich wirklich sagen. Vielen lieben Dank übrigens für die ganzen Subs wie Gretorix und Trollerk und Gamer for Life und Dabing und Xillivolf und Kolan, Syrupwave, Lyrics, Sky Guide,
Nameless Wolf, Magic, Pfizi und Burnman. Nach meinem letzten Playthrough, also ich hatte, ich glaube, ich habe jeden Teil zweimal durchgespielt. Mass Effect 1 das erste Mal, als es rauskam. Mass Effect 2 auch das erste Mal, als es rauskam. Und Mass Effect 3 im Let's Play. Das ist ja sogar online auf unserem YouTube-Kanal. Und dann habe ich vor wenigen Jahren, 2 oder 3 würde ich sagen, habe ich alle Teile nochmal gemoddet auf dem PC durchgezockt, inklusive der Großteil der DLCs. Und dann am Stück. Und holy shit, ich war danach so obsessive. Also ich war so... Ich habe mich da so reingedacht. Ich habe sogar die ganzen Codex-Beiträge mir vorlesen lassen. Und ich habe mir so Displays geholt, die ich dann aber hier nirgendwo mehr aufgehangen habe, mit den ganzen Figuren drauf. Und ich habe mir so ein Buch geholt, sowas wie The Art of the Mass Effect Universe. Das steht immer hinter mir im Schrank. Weil ich so fanboyig war, nachdem ich die 3 Teile dann durchgespielt habe. Das ist übrigens ein sehr empfehlenswertes Buch, ist ziemlich cool, es sind sehr viele schöne Konzeptzeichnungen und so weiter drin. Also ich bin Fan auf jeden Fall. Für die Leute, die ganze Zeit fragen, warum Muff Effect? Es gibt einen legendären Ausrutscher von mir, als ich die Mass Effect 3 Demo für den Kanal mal gespielt habe. Und da habe ich mich versprochen, habe ich Muff Effect Demo gesagt und daraus wurde ein Song gemacht. Daraus wurde damals ein Song gemacht. Werdet ihr bei YouTube bestimmt noch finden. Und das war eine, glaube ich, der ersten Songs, die mit uns gemacht wurden, witzigerweise. Und ist ziemlich legendär, aber halt auch schon steinalt. Dankeschön, Seamoss. Dankeschön, The Real Space Sitten. Dankeschön, ich hätte erst Titten gelesen, sorry. Dankeschön, Monstergold. Dankeschön, Miver. Dankeschön, Jere. Dankeschön, Flachzange. Flachzange. Dankeschön, Lacker, Technodex, Active Play, Uncle Submoon und CG Ares. Und Dankeschön, Schmabo. Also, heute schauen wir in Mass Effect 1 rein, in der Mass Effect Legendary Edition. Für Konsolenspieler sicherlich noch ein größerer Sprung als für PC-Spieler, weil Konsolenspieler natürlich nicht modden konnten. Aber auch für PC-Spieler, glaube ich, ganz geil. Mit HDR-Unterstützung, falls ihr einen entsprechenden Bildschirm habt. Und so weiter und so fort. Ich springe mal um, ne? Beziehungsweise ich drücke jetzt sofort auf Start und dann müsste das Spiel für euch auftauchen, denn ich bin gerade noch im Launcher, den ihr jetzt noch nicht seht. Bla bla bla, whatever. Müsste sofort. Ich spiele am PC. Ja, ich spiele am PC. Ist korrekt. Ich habe extra die PC-Variante genommen, weil ich dachte mir, die ist am hübschesten und hat die meisten Frames. Das war so mein Hintergedanke. Ich weiß nicht, ob dem tatsächlich so ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Die Mucke ist halt Instant-Nostalgie-Ballern. Die ballert halt instant rein. Ist geil. Ich liebe diese Musik. Die Legendary Edition hat auch auf Konsole 60 FPS plus. Ja, aber am PC 240. 60 FPS. Sorry. Dankeschön, saure Gurke. Dankeschön, Trash Panda und Dachi und Enno und PJ und Sergeant Ghost Sniper und Fackel Twitch. So, wir starten natürlich einen neuen Charakter. Ja, Xbox 120, ja, ich weiß, aber 120. Mein Fernseher kann maximal 120. Classified information requested. Establishing secure connection. Und ich spiele am Fernseher.
So, wir spielen Femshep, wie gesagt, weil ich... Wie heißt sie denn jetzt? Jennifer Hale oder Jessica Hale? Ich glaube, sie heißt Jennifer Hale. Die Synchronsprecherin der Femshep, wie es so schön heißt. Und ja, ich habe es auf 4K gestellt. Davon kommt jetzt bei euch allerdings nicht allzu viel an, ehrlich gesagt. Jennifer, dankeschön. Davon kommt bei euch nicht allzu viel an im Stream. Ich stelle es ein bisschen lauter. PS 520 FPS im 4K-Modus? I don't think so. Wir machen uns aber unsere eigene, ne? Custom Female. Please log in to access. Soll ich noch lauter machen? Ja, die Kamera kann ich jetzt erstmal nach unten machen, wenn ihr das wollt. Aber sie muss sie nachher wieder hoch machen, weil sonst die Texte im Weg sind, you know? Kannst du halt erstmal so machen, aber müssen wir gleich mal wieder ändern. Es gibt Untertitel, Erik, ja. So, First Name ist natürlich Petra. Achso, Last Name kann ich natürlich nicht ändern. Das ist Petra Shepard. Petra Shepard. Warning, data corruption detected. Please reconstruct profile. Confirm pre-service history. So, waren wir Spacer, Kolonist oder Earthborn? Sind wir ein Stadtkind auf der Erde, also in so einer Megatropolis aufgewachsen? Wir sind dem Leben von Crime ist böse, Verbrechen? Sind wir entflohen, weil wir mit 18 dem Militär beigetreten sind? Sind wir Kolonistin? Wir sind auf einem Außenplaneten groß geworden. Mit 16 haben Sklaventreiber unseren Heimatplaneten geradet und unsere Familie getötet. Und unsere Freunde auch. Wir wurden von der Allianz gerettet und sind deswegen zum Militär gegangen. Oder sind wir Spacer? Unsere Eltern waren bereits schon im Militärdienst der Allianz. Wir sind schon als Kinder auf den ganzen Schiffen und Stationen unterwegs gewesen. Von Posten zu Posten wurden unsere Eltern transferiert. Wir sind quasi immer durch die Gegend gegangen, geschickt worden. Und wir treten in die Fußstapfen unserer Eltern und sind dann mit 18 ebenfalls dem Militär beigetreten. Also entweder das Kind, was nie ein richtiges Zuhause hatte, entweder das Kind, was arm in den Straßen der großen Städte der Erde aufgewachsen ist, oder Kolonist. Da haben wir die Erde dann wahrscheinlich noch nie so richtig gesehen. Das ist quasi Landkind, nur halt weiter draußen. Keins von den dreien geht nicht. Gefühlt ist der Kampf zwischen Spacer und Earthborn am größten. Macht das einen Unterschied im Spiel? Ja, da zwischendurch bei den Gesprächen wird Bezug drauf genommen. Ich finde Earthborn tatsächlich cooler als die anderen beiden. Also Spacer finde ich am langweiligsten, weil dann sind wir von Anfang an so dieses, jawohl, wir sind von Anfang an. Wir sind der, so, die Tochter von diesen Soldaten. Deswegen würde ich sagen Kolonist oder Earthborn. Und darüber können wir von mir aus eine Abstimmung machen, Chat. Gerne, also liebe Moderatorinnen und Moderatoren, gerne eine Abstimmung. Kolonist oder Earthborn? Ja, Cookie arbeitet dran, kein Thema. Dankeschön, Rixafas, für die Subverleihung. Danke, Melvin, Gondra, Foxtrot, Glacial,
Tukulos, Dankeschön, Modot für die 2 Euro Trinkgeld. Wird das ein Stream-LP? Das halte ich mir noch offen. Wir gucken heute nur rein und ich will vorher Dark Souls auf jeden Fall zu Ende bringen, aber vielleicht danach gucken wir mal, kann ich mir nicht versprechen. Dankeschön, Rennwagen, Dankeschön, Siroblivio und Zalion Exonio. Dankeschön für eure Subs. So, ihr könnt jetzt abstimmen aktuell. Unser Femship. Kolonistin oder Erdgeborene? Und ich sehe, der Anteil ist schon mal eindeutig Richtung Erdgeborene. Ist das ein Remake? Das ist die sogenannte Legendary Edition. Wo einiges grafisch überarbeitet wurde. Der erste Teil wurde dann nochmal deutlich überarbeitet, auch was Kampfsystem und so weiter angeht. Während Teil 2 und 3 etwas weniger überarbeitet wurden. Deswegen Legendary. Verarscht ihr meine englische Aussprache? Das ist eine absolute Frechheit von euch. Okay, es wird ganz klar Earthborn. Earthborn. Confirm psychological profile. Okay, jetzt kommt aber noch... Oh Gott, jetzt kommt unser psychologisches Profil, Leute. So, dann sind auf jeden Fall dem Militär beigetreten, nachdem wir auf der Erde aufgewachsen und da dem Krieg entflohen sind. Sind dann zum Militär gegangen und während unseres Militärs ist eine Mission schrecklich daneben gegangen. Wir waren gefangen in so einer extremen Überlebenssituation und wir mussten wirklich physikalische Dinge... physikalische Sachen über uns ergehen lassen und psychologischen Stress irgendwie schaffen und aushalten, der die meisten Menschen gekillt hätte oder kaputt gemacht. Wir haben überlebt, während alle um uns herum gefallen sind und jetzt sind wir die einzige Person, die noch lebt, um diese Geschichte zu erzählen. Also die einzige Überlebende. Dann haben wir noch die Kriegsheldin. Ganz früh in unserer Karriere mussten wir gegen eine krasse Gegnertruppe kämpfen, die viel mehr Leute hatten als wir. Und wir haben unser eigenes Leben riskiert, um unsere Mitsoldaten zu retten und unsere Gegner zu besiegen, obwohl wir in der Unterzahl waren. Wir sind einfach mutig und wir sind Helden und deswegen haben wir Medaillen ohne Ende bekommen, weil wir einfach richtig geil sind. Fuck you, Benzan. Also das sind wir richtig krass. Oder sind wir ruthless? Sind wir richtig üble Mofos? Also während unserer militärischen Karriere hatten wir eigentlich immer nur eine Regel. Es muss getan werden, was getan werden muss. Wir sind kalt, wir sind kalkulierend und wir sind brutal. Wir sind effizient, ohne Rücksicht auf Verluste und denken, dass alle Mittel das Ende heiligen. Ich bin für Soul Survivor. Klingt am interessantesten. Ruth Hero ist sucky. Raw Hero ist mir zu glatt gebügelt. Soul Survivor klingt am interessantesten. Hier dürft ihr nicht mit entscheiden, sorry. Ihr habt schon eine Frage. Ja, schade. Tut mir leid. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, unsere Klasse auszuwählen. Soldatin, Ingenieurin, Adept, weiß ich nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber damit ist wie so eine Art Magierin. Infiltratorin, damit haben wir quasi Kampf- und Tech-Abilities, die wir kombinieren. Sentinel ist biotische und Tech-Abilities und dann haben wir noch Vanguard. Das sind Leute, die biotisch kämpfen mit Waffen auch. Weiß ich gar nicht so genau. Was ist biotisch genau? Ja, du musst dir das wirklich vorstellen wie so eine Art Magie. Du kannst dann halt die Gegner durch die Gegend schubsen und so. Also, biotisch habe ich noch nie gespielt. Wäre, glaube ich, ganz witzig. Ich probiere mal Vanguard. Dann habe ich noch nie gespielt. Ich habe noch nie mit Biotic Weapons gespielt. Und Adept, also ich will aber schon noch ein bisschen schießen können. Und deswegen tendiere ich gerade zu Vanguard. Und würde dann Vanguard nehmen, damit ich auch ein bisschen ballern kann. Facial Identification. So, Optik. Oh, das haben wir uns aber in kürzester Zeit ganz schnell geändert. Holy moly.
Okay, Cycle Presets. Ich ist eigentlich schon fünfmal im Kreis und hab's nicht gecheckt. Okay, das gefällt mir ganz okay, muss ich sagen. Aber Petra muss natürlich blonde Haare haben. Und wenn ich eine Frau wäre, würde ich meine Haare lang und offen tragen. Aber ich weiß gar nicht, ob das hier in Mass Effect geht überhaupt. Oh, wie süß! Okay, ne, das ist Karen. Okay, ne, ist mir zu streng. Ich meine, beim Militär und lang und offen ist ja eigentlich schon mal komplettes Gegenteil von dem, was eigentlich geht, wa? Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Können wir uns vielleicht mal ein bisschen überlegen. Baust du Honey nach? Nee. Nicht wirklich. Blond mit rotem Bart. Naja, wir müssen ja schon so ein bisschen, ne? Wir sind hier im Militär. Also da muss man ja schon so ein bisschen überlegen, was hier klar geht. Vielleicht doch. Also das hat ja schon Betonlocken-Ähnlichkeit. Darf ich an deinem dicken Zeh nuckeln? Nein. Sieht aus wie Lateinlehrerin. Ja gut, wir reden hier von einer Soldatin, ne? Standard Femme Shepard ist die beste. Okay, lass mich nochmal zurückgehen. Confirm facial identification. Na gut, verkehrt ist sie nicht, wa? Komm, dann nimm mal Standard. Die sieht ja wirklich ganz gut aus. Identification confirmed. Okay, Combat Difficulty. Ja, auf Veteran können wir schon stellen, oder? Auto Level Up. Ne, das machen wir nicht. Level Scaling, machen wir den Legendary Mode. Guck mal, das ist zum Beispiel eine Änderung, die vorgenommen haben in der Legendary Edition. Es gab ursprünglich so 1 bis 60 Level. Aber hier in der neuen Version haben sie es ein bisschen umgebalanced. Und jetzt gibt es 1 bis 30 Level. Ja, Defensive klingt gut. Subtitles mache ich mal an. Ne? Ist klar. Und Tutorials mache ich auch mal an, denn keine Ahnung, Controller und so. Hallöchen, ihr hübschen Menschen. Hi, Anni. So, dann würde ich mal sagen, confirmen wir mal. Und es könnte sein, dass es jetzt natürlich eine Zwischensequenz gibt. Well, what about Shepard? Earthborn, but no record of her family. Doesn't have one. She was raised on the streets, learned to look out for herself. She saw her whole unit die on a coup. She could have some serious emotional scars. Every soldier has scars. Shepard's a survivor. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call. War der Sound da immer weg? Da war jetzt einfach gar kein Sound. The Arcturus Prime Relay is in range. Initiating transmission sequence. Commander. We are connected. Calculating transit mass and destination. The relay is hot. Acquiring approach vector.
station secure for transit. Board is green. Approach run has begun. Thrusters, check. Navigation, check. Internal emissions sync engaged. All systems online. Drift, just under 1,500K. 1,500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Nihlus gave you a compliment. So you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. Boo. Okay, wir machen es ein bisschen lauter. Und ich mache mir... So. Es ist hier full on Lautstärke. Oh, jetzt gibt's hier die... Nein! Femchef! Sie wird zensiert! Also, nur zur Information. Es gibt nicht die Möglichkeit, deutsche Text- und englische Sprachausgabe zu machen. Das ist leider nicht möglich. Okay, wie reagieren wir denn jetzt hier gerade auf die ganzen Sachen? You always expect the worst. Oh, scheiße. Bad feelings are an occupational hazard. We don't go anywhere unless there's a good reason, so what are we doing here? Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance Brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihlus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? He sounds angry. Something must have gone wrong with the mission. Captain always sounds like that when he's talking to me. Can't possibly imagine why. So, wir können steuern. Woo! Genau, Sprache lernen mit PeteSmeet haben wir jetzt. Wenn wir Start drücken, haben wir die ganzen Optionen zur Auswahl. Beispielsweise beim Journal sehen wir. Wir sind Lieutenant Commander Shepard, Executive Officer on der SSV Normandy. Wir sind auf der Normandy, der SSV Normandy. I love the Normandy. Hier ist die Normandy. Das ist unser, der beste Captain der bekannten Galaxie. Immer noch leise, ist es warte mal. Ne, es ist nicht maximale Lautstärke, sorry. Es ist deutlich lauter. Also Joker ist der Beste. Der hat nur ein kleines Problem mit seinen Knochen. Dann haben wir Caden. Über den weiß ich nicht so viel. Ist jetzt zu laut? Chat. The captain's waiting for you in the comm room, Commander. Pilot meine ich natürlich. You probably don't want to keep the captain waiting, Commander. Ist gut so. Alles klar. Ja, das ist ein tolles Schiff. We're getting dragged, right along with him. Relax, Presley. You're gonna give yourself an ulcer. Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? Sounds like you don't trust our Turian guest.
Sorry, Commander. Just having a chat with Adams down at Engineering. I didn't mean to cause any trouble. But you have to admit, something's odd about this mission. The whole crew feels it. You think the Alliance brass is holding out on us? If all we're supposed to do is test out the stealth system, why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihlus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre, a Turian Spectre, on a shakedown run? It doesn't add up. Also nur zum Verständnis, ne? Also es gibt nicht nur die menschliche Rasse, sondern es gibt halt verschiedene unterschiedliche Rassen. Dazu gehören unter anderem die Turianer auf Deutsch, nehme ich mal stark an. Haben wir am Anfang ganz kurz gesehen. Der Typ, der Nihlus. Und der ist ein Spectre. Spectre sind so die krassesten, übelsten Spezialeinsatzkommandos der Allianz. Die Allianz ist eine Allianz aus unterschiedlichen galaktischen Rassen. Die Menschen gehören dazu. Aber keiner weiß so wirklich, was die Spectre macht. Und die alle haben so ein bisschen, was soll das? Und Captain Anderson ist halt ein hohes Tier. Und deswegen, warum? Wir mussten jetzt hier durch so ein Portal springen, von dem keiner weiß, wie die funktionieren. Die sind halt aufgetaucht von irgendeiner alten Rasse, die keiner kennt. Und alles ein bisschen strange, was hier los ist. Allianz sind nur die Menschen? Okay, Maya, sorry. What do you know about the stealth systems? I just know it masks our location from scans and sensors. Cutting-edge technology. The Normandy's the only ship with this prototype drive. But why are we fully staffed? A skeleton crew would be cheaper. Less chance of security leaks, too. Plus, there's Nihlus. It's pretty obvious this shakedown run is just a cover. Also, ich muss sagen, unser Navigator Presley, der traut dem Braten nicht. For what? Damned if I know, Commander. We're out here on false pretenses. I'm not a fan of being left in the dark. Do you have a problem with the captain? No, ma'am. But I can't figure out what he's doing here. Captain Anderson is one of the most decorated special forces officers in the service. If he melted down all his medals, he could make a life-size statue of himself. You don't send a soldier like that on a do-nothing mission. He's treating this shakedown run too seriously. Something big is going on. You don't trust Nihlus? I don't like Turians in general. It runs in my family. Oh! My grandfather fought in the First Contact War. Lost a lot of friends when the Turians hit us. Damn, son! Ja, da hat man grundsätzlich Probleme mit den Turianern. Die Menschen und die Turians waren mal hardcore im Krieg. Nihlus is no ordinary Turian. You've got that right, Commander. We're an Alliance vessel, human military, but Nihlus doesn't answer to the captain like the rest of us. Spectres operate outside the normal chain of command. And they don't come along just to observe shakedown runs. Nihlus looks like he's expecting some heavy action. I don't like it. Alles klar. Ich werde mir das mal angucken. Das ist ja alles hier strange. I'll see if I can get some answers when I see him. Good luck, Commander. Dankeschön, Navigator Presley. I grew up on Eden Prime, Doc. It's not the kind of place Spectres visit. There's something Nihlus isn't telling us about this mission. Noch mehr Leute, die sagen, hier stimmt was nicht. The captain's in charge here. He wouldn't take orders from a Spectre. Not his choice, Doc. Spectres don't answer to anyone. They can do whatever they want. Kill anyone who gets in their way. Oh, you watch too many spy vids, Jenkins. Yeah. Beste Doktorin ever. What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. Only a fool goes looking for a fight, Corporal. Sorry, Commander, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. What can you tell me about Nihlus? Turians are generally well-respected by the other species. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the First Contact War. As for Nihlus, I haven't said more than two words to him. He usually only speaks to the captain. I heard Nihlus once took down an entire enemy platoon all by himself.
Man, I can't believe I'm on a mission with an actual Spectre. Alter. Spectre sind schon krass, ey. Sind schon übel. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official power, though. Basically, they're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic stability. Protect it at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. Why don't we have any of our own people in there? Spectres usually come from the council races, like the Turians. We've been trying to get a human accepted into their ranks for years now. So far, it hasn't happened. Hey, Commander, you'd make a good Spectre. You're always getting dropped into impossible situations, forced to survive unbeatable odds. Just like you on a Kuz. Show some respect. I try not to think about a Kuz. Sorry, Commander. I didn't mean to offend you. I respect what you did there. We all do. Let's not dwell on the past, Commander. Was there something else you needed? How do you control agents with unlimited power? I suppose the Council could revoke the Spectre status of an agent who got out of hand. At that point, Citadel Security Services would take over. Those C-Sec grunts wouldn't stand a chance. The Spectres were 20 ordinary soldiers. The Spectres police themselves. An agent goes rogue, they send another agent to take him down. That's Spectre justice. The Corporal's confusing romantic legends with reality, Commander. You're from Eden Prime, aren't you, Jenkins? What's it like? It's very peaceful, Commander. They've been real careful with development, so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the colony. At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back at the lights from the main settlement. It was gorgeous. But when I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even Paradise gets boring after a while. Any idea why Eden Prime was chosen as our destination? Not really sure, Commander. Eden Prime's one of our most stable colonies. Good place to take the Normandy for a shakedown run, I guess. No real danger there. There's gotta be something else going on. We've got a Spectre on board. That's why I'm so wound up. I can't wait for the real mission to start. Just treat this like every other assignment you've had and everything will work out. Easy for you to say. You proved yourself on a Kuz. Everybody knows what you can do. This is my big chance. I need to show the brass what I can do. Ja, unser Corporal Jenkins ist ein bisschen überambitioniert, ehrlich gesagt. This mission isn't about personal glory, Corporal. We have a job to do. Don't do anything stupid to mess it up. Don't worry, ma'am. I'm not gonna screw this up. Good. The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. Gut so. Hier haben wir übrigens die Galaxy Map. Ja, okay, dann halt deine Mutter. Es gibt noch den Codex. Das ist der, den ich mir immer so reingezogen habe. Da gibt es dann wirklich zu jeder Sache absolute Informationen. So, zu uns dann nochmal. Jetzt lesen wir hier zum Beispiel, dass 50 Marines auf dem Planeten Akus gestorben sind. Und wir sind wir sind die einzige Person, die es überlebt hat. Halt übelst. Die Secondaries werden nicht vorgelesen, die Primaries. Roughly 1200 years ago, the Turians were invited to join the Citadel Council to fulfill the role of galactic peacekeepers. The Turians have the largest fleet in Citadel space, and they make up the single largest portion of the Council's military forces. As their territory and influence has spread, the Turians have come to rely on the Salarians for military intelligence and the Asari for diplomacy. Despite a somewhat colonial attitude towards the rest of the galaxy, the ruling hierarchy understands they would lose more than they would gain if the other two races were ever removed. Das ist halt fucking awesome. Meiner Meinung nach ist sowas fucking awesome. Sogar vertont! Welches Spiel würde sich heute noch die Arbeit machen, sowas zu machen? Und das, also dadurch kann man sich halt wirklich in diese Welt hineindenken und dadurch ist es, also das ist halt ziemlich, ziemlich awesome, meiner Meinung nach. Dann auch mit so einer coolen Sprecherstimme. Ja, hier wird immer schön salutiert. Und da ist Nihilus. Yo, Nihilus, what up? 100 GB. Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. Aha.
talk? What about? I'm interested in this world we're going to. Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. Weiß ich ja nicht. I've never been there. But you know of it. It's become something of a symbol for your people, hasn't it? Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it, really? Was will uns sagen? Are you trying to scare me, Spectre? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the Commander what's really going on. Was? This mission is far more than a simple shakedown run. Das war ja wohl von Anfang an klar. I already figured that out. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. There must be a reason you didn't tell me about this, sir. This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need-to-know basis. A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. It was Prothean. Prothean? I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Warum haben wir denen überhaupt Bescheid gesagt? Why didn't we keep the beacon for ourselves? You humans don't have the best reputation. Some species see you as selfish, too unpredictable, too independent, even dangerous. Was? Sharing that beacon will improve relations with the Council. Plus, we need their scientific expertise. They know more about the Protheans than we do. The beacon's not the only reason I'm here, Shepard. Nihlus wants to see you in action, Commander. He's here to evaluate you. What's going on, Captain? The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. Not many could have survived what you went through on Akuz. You showed a remarkable will to live, a particularly useful talent. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. Nihlus hat uns vorgeschlagen, Spectre zu werden. Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. We see what you have to offer to the rest of the galaxy, and to the Spectres. We are an elite group. It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human, Shepard. I only care that you can do the job. I assume this is good for the Alliance. Earth needs this, Shepard. We're counting on you. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihlus will accompany you to observe the mission. What do you know about the Protheans? Just what they taught us in school. They were a technologically advanced species that ruled the galaxy 50,000 years ago. Then they vanished. Nobody really knows how or why, though I've heard plenty of theories. But everyone agrees, galactic civilization wouldn't exist without them. Their citadel is the very heart of galactic society, and without their mass relays, interstellar travel would be impossible. We all owe the Protheans a great debt. I'd like to know more about Eden Prime before we touch down. It's a peaceful farming world, but it represents something much bigger. Eden Prime is one of our oldest and most successful colonies. It proved we were ready to face the challenges of settling new worlds, to forge a place for humanity beyond Earth. It symbolizes humanity's growth and evolution as a spacefaring species. And after this, it will be known as the world where humans made a discovery of galactic importance. Dieser Mann da doch, ich werde Dark Souls weiter streamen. Why is this beacon so important? All advanced galactic civilization is based on Prothean technology, even yours. If we hadn't discovered those Prothean ruins buried on Mars, we'd still be stuck on Earth. That was just a small data cache. Who knows what we can learn from this beacon?
What if it's a weapons archive? We can't let it fall into the wrong hands. Wie beispielsweise? Like who? The Attican Traverse isn't the most stable sector of Citadel space. There are plenty of raiders and criminal groups active in the region. They might figure a Prothean beacon is worth the risk of attacking an Alliance ship. Plus, Eden Prime is right on the border of the Terminus systems. The Attican Traverse is under Citadel protection. If the Terminus systems attack, it's an act of war. Technically, yes. But some of the species in the Terminus might be willing to start a war over this. The last thing the Council wants is to get dragged into a major conflict with the Terminus systems. We have to keep this low-key. Okay, ich habe alle Informationen, die ich brauche. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Get down! Out after that, no comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Ja, da klappt es bei dir im Gesicht um. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Sieht aus wie eine Hand, die aus dem Himmel greift. Engaging stealth systems. Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point one. Nihilus, you're coming with us? I move faster on my own. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. We've got his back, Captain. The mission's yours now, Shepard. Good luck! We are approaching drop point two. Ship perimeter secured, Commander. Okay, wir haben dabei Caden und den guten Jenkins. This place got hit hard, Commander. Hostiles everywhere. Keep your guard up. Ihr müsst bedenken, das ist, lass mal kurz überlegen, welches Spiel hat BioWare davor gemacht? War es Knights of the Old Republic? Guck mal, hier haben wir sogar eine Sniper. Ja, Knights of the Old Republic. Das heißt, dieses Spiel kam nach Knights of the Old Republic raus und das war schon deutlich anders, yes, sag ich jetzt mal. Don't worry, they're harmless. Aber man erkennt dadurch halt immer noch diese Einschränkungen. Also diese Levelbereiche sind vergleichsweise klein, durch die wir uns in Anführungszeichen offen bewegen können. Genauso wie bei KOTOR auch. Bei KOTOR war es noch so, dass der Kampf halt nacheinander abgelaufen ist. Und hier ist halt alles Echtzeit. Das Kampfsystem war aber dadurch bei Mass Effect 1 nicht optimal, meiner Meinung nach. Es hat immer noch Spaß gemacht, aber es war nicht optimal. Bei Mass Effect 2 haben sie das deutlich besser hinbekommen. Und jetzt in der Legend... Was
Legendary Edition. Jetzt bei der Legendary Edition wissen wir halt so, yo, hier können wir jetzt übrigens auch die Waffen bestimmen von unseren Squad-Mitgliedern, interessanterweise. Bei der Legendary Edition haben sie es dann halt nochmal angepasst ein bisschen. Von dem Feeling her. Bedenkt, Jenkins ist von Eden Prime. Das ist sein Heim, das ist seine Heimatkolonie. Jenkins! Rip right through his shields. We're out of chance. Sometimes Marines die. The rest of us just have to carry on. Jetzt ist es zu laut, oder was? Still have to find that beacon. Aye, aye, ma'am. Vielleicht mache ich vom Sound die Effekte ein bisschen runter. Dann besser passt. Beim Schießen ist es halt zu laut, ist das Problem. Musik auch leiser? Alles klar. Try to catch up with you at the dig site. Okay. Ist halt auch theoretisch ein Cover-Shooter. Immer noch ziemlich laut, okay. Als ob das immer noch zu laut ist. Probieren wir es mal so. Also vielleicht funktioniert er ja besser. Wir haben einen Medigel bekommen. Meine Waffe ist echt laut. Ja, ich habe leider keinen Schalldämpfer drauf. Es tut mir sehr leid. Mir mal lieber die ganze Map einmal an, weil Items sind nicht unwichtig. Können sich schon lohnen, tatsächlich. Das Krieg, da gibt es kein Laut, das ist Immersion. So nämlich. Wir müssen Ashley retten! Und da ist Ashley. Die Ashley sollte nicht schießen. Ich helfe Ashley! Thanks for your help. Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, ma'am? Give me a status report, Williams. Oh man.
We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Where's the rest of your squad? We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. I don't think any of the others... I think I'm the only one left. Das ist jetzt direkt die übelste Antwort überhaupt. You abandoned him, sir. This isn't your fault, Williams. You couldn't have done anything to save them. Yes, ma'am. We held our position as long as we could, until the Geth overwhelmed us. The Geth haven't been seen outside the Vale in nearly 200 years. Ja, why aber die are Geth, they here now? Geth sind übel. Abgefuckte Motherfucker. They must have come for the beacon. The dig site is close, just over that rise. It might still be there. You're coming with us, Williams. We need that beacon. Aye, aye, ma'am. It's time for payback. Payback! Erzähl uns doch vielleicht noch ein bisschen was. What else do you know about the Geth? Just what I remember from history class back in school. They're synthetics, non-organic life forms with limited AI programming, created by the Quarians a few centuries ago. They were supposed to be a source of cheap labor, but ended up turning on the Quarians and drove them into exile. Was so well, after eine that, geile they just kind of disappeared behind the Perseus Veil. Nobody's really heard much from them since. Das müsst ihr euch mal vorstellen, da hast du so eine Rasse, die Quarians, die bauen ihren eigenen Roboter, ihre eigene Roboterrasse quasi, damit die halt so sklavenmäßig denen bei allem helfen können. Und die Roboter sagen so, no, fuck you, wir hauen ab, wir sind jetzt unsere eigene Rasse, wir können selber denken, let's go. Und so sind die Geth entstanden. Das ist geil. Tell me everything you know about the beacon. They were doing some digging out here to extend the monorail and expand the colony. A few weeks ago, they unearthed some Prothean ruins and the beacon. Suddenly, every scientific expert in the colony was interested. That's when they brought us in to secure the site. I don't know much about the beacon itself, but I heard one of the researchers say this could be the biggest scientific discovery of the century. Ja, also die Story ist natürlich nicht neu. Gibt's häufig, aber die ist hier sehr schön erzählt in den drei Teilen, meiner Meinung nach. Und dann gibt's dann halt auch den Abtrünnigen und einige Wendungen und so. What happened to the researchers at the dig site? I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine. Describe what happened leading up to the attack. We were sent out a couple of nights ago from the main colony to secure the area. Seemed like a routine patrol until the Geth hit us. We never knew they were coming. Have you seen a Turian Spectre around here? There aren't any Turians on Eden Prime. None that I've ever met. Not sure I'd be able to tell if one was a Spectre anyway. If you saw this guy, you'd know. Carries enough firepower to wipe out a whole platoon. Okay, this Waffe is interesting. Luckily, he's on our side. Sorry. Like I said, no Turians. Move out! Also ein bisschen Smalltalk und dann move up! Okay, wir können jetzt für unseren Squad quasi neue Punkte verteilen. Wir haben schon hier 3 Punkte. Wir haben schon ein bisschen was hier in verschiedene Sachen gesteckt. Increases Damage with Shotgun und Pistols. Charm macht neue Optionen in Konversation. Ja, da müssen wir natürlich erstmal hier 3 in Charm investieren. Das ist ja wohl eindeutig klar. Die anderen lasse ich einfach auto-upleveln. Denke ich mir halt so. Wer braucht schon Schießen, wenn er charmant ist? The beacon's at the far end of this trench. Wir müssen hier mal ein bisschen Kram einsammeln. Was haben wir denn hier Geiles eingesammelt überhaupt? Equipment. Alter. Das war beim ersten Teil auch ein bisschen schwierig. Okay, die Armor ist deutlich besser als die andere Armor. Und die Upgrades haben wir dahingehend jetzt noch nicht. Und hier haben wir sonst keine Waffen, die wir noch... Und die Armor ist schlechter. Okay, ist ein bisschen kompliziert. Oben rechts sieht man
das Item, was man gerade ausgewählt hat, unten. Und oben links sieht man, welches Item man gerade anhat. Und man kann halt dann theoretisch wechseln. Aber wir hatten jetzt nur eine Armor gefunden und ja. Ein bisschen complicated. Habe ich jetzt eigentlich noch keine Fähigkeiten freigeschaltet als... Doch, eigentlich haben wir Throw. Da ich noch nie mit so einem Biotic-Typen gespielt habe, weiß ich nicht, wie ich jetzt einen Throw machen kann. Ehrlich gesagt. Mit B schlage ich. Vielleicht habe ich das noch nicht freigeschaltet oder ich bin zu blöd dafür. Keine Ahnung. Mit A vielleicht? Nee, kommt noch. Okay, alles klar, sehr gut. Ja, das ist natürlich Biotech. Ja, Moment, Biotech war was anderes. Entschuldigung. Hier ist kein Gegner. Auf wen soll ich schießen? Ergibt ja so ein Sniper vielleicht mehr Sinn. XP, der größte Held in deiner Welt! Oh, das war nicht so geil. War besser. Läuft! Muss ich da immer auswählen, was ich nehme? So, hier ist die, hier wurde gebuddelt. This is the dig site. The beacon was right here and must have been moved. By who? Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. You think anyone got out of here alive? If they were lucky. Maybe hiding up in the camp. It's just on the top of this ridge, up the ramps. Change of plans, Shepard. There's a small spaceport up ahead. I want to check it out. I'll wait for you there. Okay, alles klar. Ich möchte die Facecam ungern nach oben rechts machen, like weil ich so hard. Gucke. Und dann würde ich aus dem Bild rausgucken. For an ambush. Keep your guard up. Oh God, they're still alive. What did the Geth do to them? Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, no, no. Hier werden einfach Menschen umgewandelt in blutrünstige Monster. Fuck. Das muss ich noch lernen. Okay, ich will einen... Oh, eine neue Shotgun potenziell. Moment, dann müssen wir uns aber mal ganz kurz angucken hier. Eine potenzielle neue Shotgun könnte natürlich geil sein. Okay, das Problem ist, die ist leider... Ja, doch, gar nicht so scheiße. Kann man sie upgraden? Oh ja, Anti-Personnel Rounds. I like it. Noch mehr upgraden. Combat Sensor. Oh, ja, guck mal, jetzt wird hier direkt hardcore geupgradet, direkt am Anfang. Muss mal heilen, stimmt. Danke für den Hinweis. Ich bin schon so gewöhnt wieder an alte, an neue Spiele, dass ich nicht daran gedacht habe, dass man sich ja vielleicht heilen muss. Gucken wir uns das nochmal an. Some locked objects require decryption or electronics to access. If any squad member has the required talent, you will be able to unlock the object using the decryption or electronics interface or by spending Omnigel. Advance to the central core. Okay, lass mal probieren. Ah ja, I remember. Puh, knapp. Hallo! Humans! Oh!
Thank the Maker. Hurry! Close the door! Before they come back! Maybe it's true. What are you doing here? I'm Dr. Warren. I was in charge of this excavation. We hid in the shed during the attack. They must have come for the beacon. Luckily, it wasn't here. It was moved to the spaceport earlier this morning. Manuel and I stayed behind to pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved! The age of humanity is ended! Soon, only ruin and corpses will remain! Yeah, Dad, Bock. What else can you tell me about the attack? It all happened so fast. One second we were gathering up our equipment, the next we were hiding in the shed while the Geth swarmed over the camp. Agents of the Destroyers! Bringers of darkness! Heralds of our extinction! We could hear the battle outside. Gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. Did you notice a Turian in the area? I saw him, the Prophet, leader of the enemy. He was here before the attack. That's impossible. Nihlus was with us in the Normandy before the attack. He couldn't have been here. I'm sorry, Manuel's still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Can you tell me anything about the beacon? It's some type of data module from a galaxy-wide communications network. Remarkably well-preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technologies, groundbreaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of evil. Awakened the beast. Unleashed the darkness. Manuel, please. This isn't the time. Manuel, du bist ein bisschen unentspannt. What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us? To understand there is no escape, no hope? No, I am not mad. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Say goodnight, Manuel. You cannot silence the truth. My voice must be heard. Oh my God! What did you do? Ich wusste nicht, that might have been a little extreme, Commander. You can't just go around whacking people in the head. Das wollte ich so nicht machen. It was only a matter of time till he did something crazy and dangerous. I suppose you're right. By the time he wakes up, the meds will have kicked in. Ja, guck, wir haben alles richtig Williams, gemacht. Williams, take us to the spaceport. Good luck, Commander. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben, was wir da gerade gemacht haben. Sorry dafür. Ich dachte, ich biete nur an, dass ich ihn leise machen kann. Aber offensichtlich haben wir das dann direkt auch gemacht. Heavy Armor Human. Ja, das gucken wir uns doch direkt mal an. Ich hatte gar nicht mehr im Kopf, dass man sich da entscheiden muss zwischen... Achso, ich kann gar keine Heavy Armor tragen, ich Dulli. Ja, nice. Gute Wahl dann von mir aus auf jeden Fall. War stark. Alles gut so. Ja, ich denke mal, das hat uns jetzt nicht ultra krass fertig gemacht. Gibt's hier schon eine Perspektive, wo ich sehen kann, ob ich ein Guter oder ein Böser bin? Ah ja, Paragon. Oben links sieht man's. Bin ich böse oder gut? Dankeschön, Brandon. Dankeschön, Tom. Dankeschön für alle eure Subs, by the way. Jetzt gibt es hier noch interessante Informationen. Achso, man nimmt alles auf? Okay. Saren. Saren? Nihlus. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. No, Nihlus! What is that? Off in the distance. It's a ship. Look at the size of it. Turn off your 16. Thank you.
Shotgun hat eindeutig zu lange Nachladezeit. Ich muss mich hier mal in den Deck chillen. Und dafür ist jetzt vielleicht die Shotgun nicht mehr die beste Wahl. No, da liegt Niles. Ich wollte mir das Schiff noch möglichst lange angucken. Oh, wir müssen mal wieder hier einbrechen. Okay, wie lange habe ich? Reicht. Everybody stay calm out there. We're coming out, we're not armed. Is it safe? Are they gone? We took care of them. Those things were crawling all around the shed. They would have found us for sure. We owe you our lives. I still can't believe it. When we saw that ship, I thought it was all over. It showed up right before the attack. Knew it was trouble the second I saw it, so we made a break for the sheds. Tell me everything you remember about the attack. The three of us were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that! We survived! If they made it to the garage, they could have had a fighting chance! Do you know anything about the Prothean beacon they dug up? We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. Not until now. What else can you tell me about the ship you saw? I was too busy running to get a clear look at it. I think it landed over near the spaceport. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the damned. Only, it was coming from inside your own head. It was probably trying to block communications. Oops, die hab Whatever ich gesehen. Whatever it was. Felt like it was tearing right through my skull. Almost made it impossible to think. Yeah, I have to go. In dem Spiel kann man schon mal leicht was übersehen. We're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. Was ist hier los? You have something to tell me, Cole? Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring. Nothing major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. What kind of packages? I found a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. But you'll probably get more use out of it than we will. We're risking our lives to save this colony. You sure there's nothing else in here that could help us out? Yeah, there's one more thing. I was gonna sell it after this was over, but you probably deserve it more than I do. Abgesnackt! Who's your contact at the spaceport, Cole? What's his name? He's not a bad guy. I don't want to get him in trouble. Besides, I'm not a snitch. He might have something to do with this whole attack, Cole. We need his name. It's important. Yeah, okay, you're right. His name's Powell. Works the docks at the spaceport, if he's still alive. I have to go. Guck mal, wie viele Informationen wir bekommen haben. Ist ja brilliant. Wir haben eine Pistole bekommen und einen Combat-Sensor. Ist doch geile Nummer. Können wir direkt mal gucken hier. Und die Pistole ist ja schon mal deutlich geiler. Die anderen Sachen, die wir gefunden haben, sind nicht unbedingt deutlich geiler. Hier Radioactive Rounds können wir hier auf unseren geilen Scheiß machen. Gucken wir mal, ob hier noch was drin ist. Ah, wir haben keine Electronic Skills. No! An wie viele Details erinnerst du dich, Pete? Teils, teils, würde ich sagen. Also mit Sicherheit nicht an alles. Also ich würde sagen, da liegt Niles. Commander, it's Niles. Ja, den gucken wir uns gleich an. Lass uns erstmal umgucken hier. Armor-Piercing Rounds und Chemical Rounds. Könnte ja auch mal meine Teammates mal ausrüsten. War wäre vielleicht auch nicht dumm von mir. Ah ne, aber nicht da. So beispielsweise Caden. Was benutzt du hauptsächlich? Weiß ich gar nicht, was du hauptsächlich benutzt. Aber Ashley, du benutzt auf jeden Fall hauptsächlich die Assault Rifle. Und der können wir ja schon mal Armor Piercing Rounds geben. Und das lassen wir leer. Okay, nice. Something's moving. Over behind those crates. Wait, don't shoot! I'm one of you! I'm human!
Pavel! Pavel! Kennen wir doch. What are you doing sneaking around back there? I'm sorry, I was hiding from those creatures. My name's Pal. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. The other one? What the hell are you talking about? There were two Turians here. Your friend and another one he called Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. Where'd Saren go after he killed Nihlus? He jumped on the cargo train and headed over to the other platform. Probably going after the beacon. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone! If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too! How come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide behind the crates? They never had a chance. I was already behind the crates when the attack started. Wait a minute. You were hiding behind the crates before the attack? Sometimes I need a nap to get through my shift. I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. You survived because you're lazy? Hey, manchmal hat man halt einfach Glück. If you hadn't snuck off for that nap, you'd probably be dead just like all the others. Yeah. Yeah, I guess. I don't really want to think about it. Okay. We need to find that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Tschüss. Oh, ich sehe Gegner. Mal kurz unser Schild wieder aufladen. Oder will es nicht aufladen, während wir noch im Kampf sind? Bin ich mir gerade unsicher. Wo ist der Gegner? Der ist rechts. Hallo. Ich will mich aber kurz noch ein bisschen umschauen. Bevor wir weitergehen. Welche Klasse hat Pete genommen? Ich bin Vanguard. Danke der Nachfrage. Ich find's geil, wie ihr zwischendurch meintet. Wie funktioniert das eigentlich alles mit dieser Munition und so weiter und so fort? Im Zweifel ist die Antwort, die Proteaner haben es erfunden. Finde ich ganz witzig. Okay, hier scheint aber nichts mehr zu sein. Peter wieder dabei, die Hälfte der Dialogoptionen nicht zu wählen. Ja, komm! Ich weiß nicht, ob da jetzt noch so viel Interessantes gekommen wäre bei Pavel dem Bulli. Dankeschön, Molgor, by the way, für den Sub und Bursti auch und Wippet. Und allen anderen Subs. Dankeschön. Oh, Power Wheel! RB. Ah, ja. Ah, jetzt, ja. Throw oder Warp? Machen wir mal Throw. Ich kann eine Sache mappen. Ich weiß nur nicht, worauf ich die mappe. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich RB. RB kurz. Okay, das werden wir dann gleich mal ausprobieren. Komme ich bis da hinten? Moment. Entschuldigen Sie mal bitte? Was war das denn für ein Run? Moin, Alter. So, jetzt kann ich aber auch theoretisch Warp benutzen. Dahin. Nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Kann ich das normal benutzen? Oder hat das nicht geklappt? Ja, das hat jetzt Downtime natürlich. Okay. Zu hoch, zu niedrig. Ah! Okay. Die Steuerung ist nicht optimal. Beziehungsweise ich habe sie nicht optimal eingestellt. Aber so geht ja auch.
Okay, wir wechseln mal auf Shotgun. Let's go, Party People! Jawohl. Und da ist ja noch einer. Absolute Freiheit hier. Kommt heute noch Dark Souls? Ne, heute nicht. Heute feiern wir den Release der Legendary Edition von Mass Effect. Let's go. Schrotz erklärt alles. Ist ja wirklich so. Set the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. Jetzt auch noch eine Bombe. Stehen, so in Reihe und Glied. Demolition charges. The Geth must have planted them. Hurry! We need to find them all and shut them down. Nicht auf mich schießen, unfair. Sniper Skills raus. Ne? Ich muss das immer probieren mit dem Warpen. Vielleicht funktioniert das jetzt besser. Okay, ich habe das Warpen offensichtlich. Instant tot, wenn ich den hier so einen geilen Move um die Ecke habe. Oh mein Gott! Okay, dafür, dass das eigentlich eine künstliche Intelligenz sei, sieht die nicht ganz so wahnsinnig klug, ehrlich gesagt. So, könnt ihr eigentlich nicht mal eure Fähigkeiten noch einsetzen? Fällt mir gerade mal so auf. So was wie... Du hast ja auch Throw. Da hinten. Mach mal auf den Throw da. Boah, geiler Move. Das ist krass, ne? Okay. Deckt mich! Mann, das kann ich nicht. Okay, zeig dich. Okay, er zeigt sich, glaube ich, nicht. Muss wieder ran. Shotgun muss wieder regeln. Das wie das. Huh, wollte nicht Sniper die Sau. Das ist jetzt Zeit, Peter. Scheiß auf die Bombe. Ja, wir haben ja noch 3 Minuten. Ehrlich gesagt, sehe ich seit gerade erst, dass wir überhaupt eine Zeitbegrenzung haben. Wenn ich ganz ehrlich bin, die habe ich vorher nicht gesehen. Aber jetzt haben wir nur noch eine Charge remaining. Sich da um eine Ecke versteckt, das ist super. Fuck you! Einfach umwerfen und mit der Shotgun draufhauen. Optimal. Okay, Zeit nochmal Equipment zu checken. Also wir haben eindeutig jetzt schon zu viele Waffen. Muss ich sagen. Okay, aber hier, Ashley kann doch hier bestimmt gute Armor tragen. Hier, die. Medium Armor. Medium. Die Medium Armor ist besser, würde ich sagen. Scheiß auf Tech Protection. Haben wir noch hier geile andere Protection drauf. Okay, der Rest ist jetzt nicht so wahnsinnig brillant.
Gefühl, dass Kaiden häufig eine Pistole benutzt. Und da kriegt er jetzt die Chemical Rounds drauf. Okay, weiter geht's. Text. Die Zeit läuft weiter? Throw drauf machen, bitte. Mach Throw. Ja! Yeah! Nice! Gut zusammengespielt, Team. Ja, was der aushält, ist ja der Shit. Okay, die Gegner haben die smartesten Mofos. Okay. Overkill! Easy Snack. Wait, du bist aber keine Explosive. Wo ist denn die letzte Explosive? Erstmal müssen wir hier mal wieder. Müssen wir nochmal so ein paar Sachen mitnehmen. Jetzt bin ich verwirrt. Als ob ich da schon dran vorbeigelaufen bin. Oh! Ich glaube ich wirklich. Oh, hier war noch eine! Huch! Hoppala! Haben wir ja Zeit! Haben wir ja Zeit! Ah, easy snack! Hätte man auch auf der anderen Seite rübergehen können. Schau mal. Ah, ich wollte es ein bisschen spannend machen. Nein, das war nicht die Intro-Musik von Breaking Bad. Ja, eine Bombe kann man halt schon mal vergessen, oder? Ah, da ist noch eine Crate. Die gönnen wir uns jetzt auch nochmal. Hier ist übrigens der Beacon. Dem sind wir hinterhergerannt die ganze Zeit. Also dafür sind wir überhaupt erst hier. Ich pack mal die Waffe weg. Ich guck mich hier immer, ich sehe mich hier noch ein bisschen um. Machst du Vati-Lore-Videos zu ME? Nee, ich denke nicht. Der Unterschied zu sowas wie Dark Souls, wo man wirklich, da lohnen sich ja wirklich auch Lore-Videos zu. Weil es halt so kompliziert ist. Mass Effect ist nicht kompliziert. Mass Effect erklärt einem alles sehr genau, was gerade passiert, meiner Meinung nach. Dankeschön, Swally Stinson. Ha! Geiler Name. Neuer Sub, hallo und herzlich willkommen. Und Dark Tales, Wolf, Dankeschön euch allen für die Subs. Darf ich fragen, welches Ende du beim zweiten privaten Durchlauf bei Mass Effect genommen hast? Ich will hier gar nicht groß über Enden reden, ehrlich gesagt, weil ich weiß nicht, ob jeder hier schon Mass Effect einmal durchgespielt hat. Deswegen lass mal hier nicht groß rumspoilern. Normandy, the beacon is secure. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. Das jetzt über meinem Kopf. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy, standing by. No, don't touch. It's too. Da fehlen Sounds. We identified the ship that touched down on Eden Prime, the Normandy, a human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. Eliminated.
Sarah ein bisschen sauer. Echt bitter, dass es hier so buggy ist mit den Sounds. Dr. Chakwas. I think she's waking up. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? So, dann kann ich mich ja wieder anmachen. Shion schreibt, kein Wunder, sie haben das auch nicht neu vertonen lassen. Klar, dass sowas dann passiert. Ja, im Englischen haben sie sogar teilweise Sachen neu vertont. Nur im Deutschen haben sie halt leider gar nichts neu vertont. Was besonders bitter ist, weil gerade im Deutschen halt, wie gesagt, der erste Teil problematisch ist. Kann auch ein stilistisches Mittel sein. Naja gut, ich erinnere mich ja durchaus noch an den ersten Teil und ich weiß, da sind eigentlich Sounds. Also dunkle, böse Sounds, wenn ich mich recht entsinne. Okay. How did I end up here? How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. You had no way to know what would happen. Actually, we don't even know if that's what set it off. Unfortunately, we'll never get the chance to find out. The beacon exploded. A system overload, maybe. And the blast knocked you cold. Williams and I had to carry you back here to the ship. What's the damage, Doctor? Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. I'm not sure what I saw. Death, destruction. Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our exo holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? I don't like soldiers dying under my command. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. Did we leave Gunnery Chief Williams back on Eden Prime? I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Williams is a good soldier. She deserves it. Lieutenant Elenko agrees with you. That's why I added her to our crew. Intel dropped the ball, sir. We had no idea what we were walking into down there. That's why things went to hell. The Geth haven't been outside the Vale in 2 centuries, Commander. Nobody could have predicted this. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, wenn wir jetzt so... Wobei, wir sind halt das Scoutschiff, wa? Wahrscheinlich sind wir das Scoutschiff. You said you needed to see me in private, Captain. I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihlus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. I didn't do anything wrong, Captain. Hopefully the Council can see that. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a specter, one of the best, a living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue specter's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. What? Wie kann man denn Menschen hassen? Why? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Most of them don't do anything about it. But Saren has allied himself with the Geth. I don't know how. I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? A vision of war. I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the Council, Shepard. Ich denke auch. Ich find's witzig, wie der Chat sich mit Saren auf... Also wirklich, wie Saren zustimmt. So nach dem Motto, Menschenhass ist ja wohl ganz normal.
Wie kann man keine Menschen hassen? What are we gonna tell them? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology? Blueprints for some ancient weapon of mass destruction? Whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation, his politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. Hatte da keiner so ein Handy dabei, der das vielleicht gefilmt hat, was da passiert ist? Kann ja wohl nicht so schwierig sein. We prove Saren's gone rogue and the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the Ambassador and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Hey, Happy. Wie hier immer dieser Harvey Specter-Witz kommt. Ihr ganzen Suits-Fanatiker. Dankeschön, Schwarzer XP, für den Resub, Apfelsuppe, Ziggy, Slinsere. Dankeschön euch allen für die Subs. So, hier ist die Krankenstation unserer Normandy. Hier hinten ist noch so eine Art Lagerhalle. Okay. Glad to see you're okay, Commander. Commander, I'm glad to see you're okay. Losing Jenkins was hard on the crew, and I'm glad we didn't lose you too. Things were pretty rough down there. Yeah, you never get used to seeing dead civilians. It doesn't seem right somehow. But at least you stopped Saren from wiping out the whole colony. I couldn't have done it without you. We're Marines. We stick together. And I'm just sorry that we lost Jenkins. Yeah, I wish I could have done something to save him. I was there. You did everything right. It was just bad luck. It's been a hell of a shakedown, Cruz. Our first mission ends with one Spectre killing another. The Citadel Council's not gonna be happy about that. Probably use it to lever more concessions out of the Alliance. You've got a good grasp of the situation. You a career man? Yeah, a lot of biotics are. We're not restricted, but we sure don't go undocumented. May as well get a paycheck for it. Besides, my father served. I made him proud when I enlisted. Eventually. But is that why you're here? Because of your family? I never met my parents. If they wanted to see me, they'd have contacted me after that mess a few years back. Oh, that's right, a coup. I imagine that bought you any post in the fleet. Word is we're heading for the Citadel, ma'am. Can you, tell me why? The captain's briefing was confidential. Understood, ma'am. Whatever happens, we'll be ready, Commander. Man muss ja nicht alles verraten, ne? Guck mal, Paragon plus zwei. Hey, Ashley. I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. I appreciate that. Erstmal die Crew wieder aufbauen nach unserer ersten Mission. Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out. And you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't have shown up. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. I think you're gonna fit in here just fine, Williams. Thanks, Commander. Guck mal, wie nett wir sind. Dankeschön, Altor, für den Resub. Was haben wir denn hier? Captain Anderson. Go speak to Joker when you're ready. Tell him to bring the Normandy into dock. Darauf schläfst du? Guck mal, was du für ein Riesenzimmer hast und du schläfst auf sowas? Alter, ist ja ungeil. Wir sehen uns hier noch so ein bisschen um.
Okay, for you. Alles klar. Nehme ich persönlich. Darf man nach deiner Favorite-Romanze in ME fragen? Liara, glaube ich. War meine Lieblingsromanze. Zu der hatte ich, habe ich gefühlt so eine persönliche Connection gehabt. Heute kein Bier? Nee. Ich hatte ja gestern. Und wir sind wieder oben. Mal gucken, ob Navigator Presley jetzt sagt, "Told you so, mofo." I'm glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on the crew. Damn right. Na, hier haben wir uns nochmal Codex gegönnt. Ja, das Spiel ist recht gut und dunkel, das stimmt. Das liegt, glaube ich, im HDR. Und hier können wir uns noch ein paar Codex-Einträge absnacken. So, auf zu Joker. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Nur weil du gestern kein Bier hattest, ist es kein Grund, heute kein Bier. Good point. Of that ship. The Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers on any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony! The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. So Captain Anderson, unfähig, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. They're blind. I'm not gonna sit on my ass just because the Council doesn't want to do anything. If they won't stop Saren, I will. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihlus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not hers. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Oh, wir haben jetzt die Map. Gucken mal.
Wir sind in Udinas Office, das ist der Ambassador, also Botschafter der menschlichen Rasse hier. Und der versucht jetzt halt so für uns zu sprechen, aber ist ein bisschen schwierig, weil die Politiker alle unfähig sind. Hier wurde vorhin im Chat geschrieben, die Message, in Klammern Politiker unfähig, Militär hurra, fand ich bei Mass Effect nie so wirklich gut. Kann ich nachvollziehen, ist auch ein bisschen unrealistisch, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach. Wobei, wenn man sich so die Realität anguckt, ist es vielleicht auch nicht so unrealistisch. Aber gut, dann wäre vielleicht eher beides nicht unbedingt kompetent. Okay, gehen wir doch mal einfach, hacken wir doch einfach mal den Computer hier. Einfach von unserem Botschafter, warum nicht? Captain Hendrickson reported some unusual energy readings during a patrol of the Argos Row Cluster. She had particular concerns about the Hydra system, but was recalled before her team could investigate further. No patrols are scheduled for that sector. Do we want to send in a recon team? I don't know, aber es ist auf jeden Fall eine neue Quest, wahrscheinlich für später. So, meine Lieben, jetzt könnten wir theoretisch einfach der Quest folgen und nach links gehen. Das ist jetzt hier so einer der Momente, die so maßgeblich beeindruckend sind für mich in Mass Effect, was so die Geschichten angeht, die erzählt werden. Dankeschön, VIP oder VIPs 11. Oder wir gehen einfach mal hier rein und erleben was komplett Optionales. I understand what you're saying. But these allegations are very serious. I can't. This is serious. My reputation is at stake. I spoke with the consort in confidence, and her alone, and she betrayed that confidence. All right. I will look into it for you. In the meantime, do not do anything rash. Pleased greeting. Human, it is always good to see your kind. I am Ambassador Kalin. Genuine query. Is there something I can do for you this day? Why do you explain what you're about to say? Our people communicate less through words and more through scent and slight movements. Plainly, we discovered our vocal expression was not enough to convey the feelings of our conversations to other species. Why do you bother, Kalin? These Earth Clan don't really care about our ways. Remorseful response, Din. You don't truly believe that, and if you do, I am very sorry for you. Tell me more about your species. Genuine enthusiasm. I delight in telling the history of my people. It is agreeable to share our culture with others. Tell me about the history and origins of the Elcor. The Elcor were just beginning to explore Council space when the Asari first made contact with us. With their help, we discovered the relay closest to our system, and from there the Citadel. Proudly. Within one lifetime, we established a regular route to the Citadel, and quickly became one of the more active species living on this great station. I'd like to know more about the culture of the Elcor. Frankly, we Elcor prefer the safety and familiarity of our own colonies to the confines of space travel. Our society is built on small, tight-knit groups, though we are always welcoming to outsiders. Our government tends to be very stable. Our people are not very comfortable with sudden changes. What do you do here? Modestly. I work to bring the problems and the requests of the Elcor groups to the attention of the Council. Ha! They only give us these positions to keep us quiet. The Council doesn't care about our races. Chastising rebuke. Your tone is inappropriate, Din. This human is not to blame for your malcontent or your misconceived suspicions. Goodbye, Ambassador. Sincere farewell. Good day to you, human. Enjoy your time on the Citadel. Also, Botschafter seiner Rasse, haben wir Din. Earth Clan, you are in the wrong place, I think.
Your ambassador is next door in the large office. Chastising remark. Don't be so rude, Din. At least introduce yourself. I am Din Korlak, Volus Ambassador. Is there something I can do for you, Earth Clan? What is this place? You are in the embassy for the Volus and the Elcor. Your ambassador is next door, in his own office. In this shared space, I aid my fellow Volus, when I'm not being interrupted. I'd like to know more about the Volus. I'm sure our history and culture would bore you, Earth Clan. Actually, I would like to know more about your history. My people came to the Citadel shortly after the Asari and Salarians had discovered it. We were instrumental in establishing a standardized galactic economy. However, despite our long association with the Citadel and our many contributions to galactic society, we still do not hold a seat on the Council. Warum haben die ein gemeinsames Büro? Ja, weil die nicht so wichtig sind. So sehen sie es zumindest selber. Tell me about Volus culture. We are tribal by nature, but our ways are not violent. We barter and trade our lands and tribe members in order to increase status. Larger tribes often engulf smaller ones and eventually split again. Our society is very malleable, and our government is always shifting and changing. Since we're not physically adept, we trade our services for protection. Ja, das sind die Dealer. Da, die können zu allem einen Deal machen. Da wird immer um alles geschakert. What is it you do here? I look out for the best interests of the Volus people. No easy task considering how often we are overlooked by the Council. Chastising rebuke, Din. The Council favors your species greatly. You are naive. The Earth Clan will be invited to the Council long before our species will. Ja, aber wir sind ja schon ein bisschen krasser, ne? Wir sind jetzt auch die Menschen, also. Why aren't the Elcor or Volus part of the Council? All species must prove themselves before they join the Council. All but the Earth Clans, it would seem. Dismissive. Ignore the Volus ambassador, human. He is incorrect in his assessment. Really? How long have we been waiting? How long do you think we'll continue to wait? Bah, this talk is wasted on the humans. Ja, ich verstehe schon, er ist ein bisschen sauer. Oh, jetzt können wir ihn noch so ein bisschen kitzeln. Why so cranky? Ist das Spiel ein Talk-Simulator, lese ich gerade im Chat. Ein Rollenspiel. Da wird in der Regel recht viel geredet. You seem to have a bit of a chip on your shoulder, Din. You humans are new to the Citadel, and yet the Council has granted you great favor. Chastising rebuke, Din. Your species has always been granted many concessions. Volus territory has expanded tenfold since coming to the Citadel. Details. We still have no real say in the decisions that affect Citadel space. Goodbye, Ambassador. Yes, yes. Good day, Earth Clan. Guck mal, wie der hier so einen großen Schreibtisch hat und hier Din hat so einen kleinen Mini-Schreibtisch. Hello there, human. Sincere apology, but I am here on business and cannot be distracted right now. You seem distressed. Is there something I can do to help? Alarmed response. You overheard that, did you? This is all going so wrong, and it is the Asari consort's fault. She's the one who started all this. What did this Asari do to get you so upset? I cannot speak more about this problem. It is too sensitive. Suffice it to say, she has compromised my authority as a diplomat. Where can I find this Asari consort? She is across the bridge from here. Her offices are easy enough to spot. Good day, human. Good day.
Strange greeting, human. This is really not seem distressed. Alarmed response. You overheard? Who's this Asari? I cannot speak more about this problem. Okay, good luck with your problem. Thanks to you, human. Ich frage mich nur, wer hier drauf warten soll. Oder hier auf diesen sitzen. Das passt irgendwie tatsächlich nicht so ganz. Also die Elkor, wobei die Elkor sitzen nicht. Das ist so angenehm. Die stehen immer so. Das ist ja hier auch ein interessantes Viech. Fasziniert. Können wir hier rein? Nein. Ach ja. Welcome to the Presidium. Allow me to be your guide. Nein. Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. You know who I am? Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. What is this place? This is the Presidium. More specifically, you are at the Citadel Embassies. If you have more questions, please access Avena. What's that? Oh, Avena is the virtual guide for the Citadel. Feel free to access the terminal yourself. What's your name? What do you do here? My name is Sephiria. I'm the administrative assistant for the embassies. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of citizens, it tends to get a little busy. I should be going now. Have a pleasant day. Welcome to the Presidium. Allow me to be your guide. Wie lässt sich hier da steht? Und Schild? Ach komm, Alvina, reden wir doch mal mit dir. Greetings and welcome to the Presidium. My name is Avena and I am pleased to be your virtual guide throughout this level of the Citadel Space Station. What does that mean? I am a fully interactive virtual intelligence, programmed to provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest throughout this level of the Citadel. I may also be contacted through any of the Presidium VI terminals, should you require assistance. Give me the tour. You are standing at Presidium Tourism Terminal 1. On either side of this lobby are the embassies of the various Citadel races, along with CSEC headquarters. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, where the Council meets regularly to discuss matters of interstellar importance. Goodbye. Goodbye, and thank you for using Avena. Please enjoy your visit to the Citadel. Sie muss uns ja jetzt nicht alles erklären hier, oder? Da geht's zu Citadel Tower, da geht's zu CSEC Academy. Hier haben wir noch so einen Transit. Hier wird so ein bisschen gechillt. Wir bewegen uns gerade eher Richtung Citadel Tower, was natürlich auch Sinn der Sache ist. Steht die Legendary Edition aus allen drei Shepard Games. Aus allen drei, ja genau. Achso, hier zwischen kann man gar nicht mehr. Okay. I can't tell the aliens from the animals. What? Okay, Ashley, alles klar. Harte Ansage. Ein paar Botschafter müssten hier ja noch sein, oder? Human, delighted, welcome. It is good to meet you. Schwierige Aussage von Ashley auf jeden Fall. Holy shit, ey. I can't believe I landed a job here. This place is fantastic. Danke für die Info.
Executor Palin. Commander Shepard, I didn't expect to see you here. Did Ambassador Udina send you? Have we met before? No, but I know you well enough. I'm Executor Palin, head of CSEC. It's my job to know when someone like you arrives on the Citadel. Was there something you needed, Commander? I get the feeling you're not too fond of humans. No, I just don't trust your kind. Not yet. You humans are eager to take all the power you can get, and you're being given a lot. If the Council wants to make humanity their new favorite pet, that's their business. But I don't have to like it. The Council treats us like second-class citizens. We have to fight for everything we get. Good. Then fight for it. But don't expect the rest of us to just sit back and let you take it. I'm a busy man, Commander. Are we done here? Ich mag diesen Zwist, den man direkt am Anfang hat, dadurch, dass man Mensch ist. So direkt so, du bist noch so die junge Rasse, die aber voll am Aufstreben ist und alle gucken dich so an, so... Okay, was machen wir mit denen? Ich mag das. What do you know about the Spectres? They're the right hand of the Council, or so they like to be called. More like the underhanded side of the Council. What do you have against the Spectres? I can't abide any organization that considers itself above the law, especially when it's left up to each individual Spectre to decide when and how to bend the rules. Sometimes you have to bend the law to keep people safe. I've been with CSEC for 30 years. I've never had to break the law to do my job, not once. Yeah, right. You expect us to believe none of your officers are corrupt? There are over 200,000 CSEC agents. Some of them are going to be bad. But we don't turn a blind eye to corruption like the Spectres do. We do our best to find and punish any officer who breaks the law. Spectres? They'll never come under that kind of scrutiny. Okay. Tell me about CSEC. CSEC provides necessary police and security services throughout the Citadel. We're a civilian government agency, though many of our members have had military training. Of course, as the CSEC representative to the Council, I spend most of my time liaising between the two. Tell me about your investigation into Saren. Sorry, Commander. I don't make a habit of giving out details about ongoing investigations. I'll be going now. Goodbye, Versuch Commander. War's wert. Versuch war's wert. Danke. Ich hacke jetzt mal kurz deinen Computer hier. Dankeschön übrigens für eure Subs. Und Mussi hat gerade 20 Euro Trinkgeld dagelassen. Wollte euch für die Masse an Content danken über die Jahre. Bin jetzt 20 und gucke euch bestimmt seitdem ich 14 war. Love you guys. Bram hat einen Dicken. Dankeschön, Mussi. Dankeschön, Tommy, auch für den Resub und Evil Diabolos. Dankeschön. Und Alex und Fusion 11, Sirotti, Donzu, Koyak, Nexper und Pascal. Dankeschön euch allen. Wir machen hier mal kurz Manual Override. Okay, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich muss jetzt hier mal kurz gucken, wo ich bleibe. Ah ja, okay. Diplomatic Advisory Warning. The following message was transmitted from an untraceable account to multiple recipients across the extranet. Further monitoring of the situation is warranted. My fellow biotic, you have been selected to receive this transmission because of your shared plight. Few understand us, fewer tolerate us. We must stand together. We must build our own new world. Come, join us in the Hawking Eater Cluster. Only as one body can we right the wrongs done to our kind. Wieder eine kleine Quest. So, Chat, ich würde mal kurz HDR ausmachen. Also einmal speichern. Save Game. Und dann einmal HDR ausmachen, weil das ist vielleicht aus eurer Perspektive ein bisschen blöd von der Optik her, so ein bisschen überbelichtet teilweise. Und da ich das auf dem PC spiele, scheint da die Berechnung von HDR auf SDR nicht so gut zu funktionieren. Was ein bisschen schade ist. Also es sieht sehr viel besser aus als das, was wir damals ungemoddet auf dem PC bekommen haben als Mass Effect 1. Man muss halt bedenken, dass das jetzt schon ein bisschen länger her ist wieder. Mass Effect 1 kam vor langer, langer Zeit raus. Lieber überbelichtet als unterbelichtet, ja genau. Ist die Steuerung genauso schwammig wie im ersten? Nein. Die Steuerung wurde überarbeitet. Sowohl die Kampfsteuerung als auch die Marco-Steuerung.
Die wurden komplett überarbeitet. So, ich habe bei dem Bildschirm mal HDR ausgemacht und starte das Spiel neu. Ah ja, okay. Manche sind trotzdem abgeschreckt von der Optik, weil sie hofften, dass der erste Teil jetzt zeitgemäß ist. Ich finde, man kann ihm immer noch sehr gut ansehen, dass es ein altes Spiel ist. Ne? So ist es nicht. Die Texturen wurden ein bisschen ausgebessert oder also wurden verbessert, die Steuerung wurde überarbeitet, aber das ist jetzt nicht alles komplett neu gemacht worden. Oh, war das laut? Sorry. Dankeschön, 12 Pascal, 11200 für den neuen Sub. Hallo und herzlich willkommen. Vor allen Dingen an den Gesichtern und Animationen sieht man Alter des Spiels. Würde ich sogar zustimmen bei der Aussage. So, jetzt haben wir das Ganze mal ohne HDR. Sieht dann ein bisschen weniger überbelichtet oder kontraststark aus. Dankeschön, Code Control noch für den Reset. Sieht natürlich immer noch aus wie ein altes Spiel, aber besser als diese HDR-Fummelei. So, wo sind eigentlich? Vielleicht habe ich das auf der Map falsch gesehen. Hier ist die Embassy Lounge. Okay. Hier hast du Menschenbotschafter, Volus und Elka-Botschafter. Es gibt ja noch so ein paar andere Rassen. Wo sind deren Botschafter? Sieht jetzt für mich natürlich schlechter aus. Manchmal hat es auch Vorteile, etwas auf der Konsole zu spielen. This place seems strange. I wish there were more humans around. Diese Rassennummer ist hier so ein Riesenthema, ey. Don't believe the rumors. The consort would never reveal her secrets. Of course she wouldn't. She'd be tossed out the nearest airlock if she did. I suppose. Besides, Nick, the consort's nothing like the girls back on the colonies. She's... You don't have to do it with her. You can just talk to her if you want. Is that all you did, Jazz? Just talk? I didn't say that. Ha! I bet you did too. Shut up, Fredericks. What do you want? Oh, Commander. Is there something I can do for you? Relax, Private. This isn't an inspection. Right, sorry. What can I do for you, Commander? What can you tell me about the Asari consort? Well, she's an Asari who works here as... That is, she helps people with... things. You never went to see her, did you, Fredericks? No, I never did. I couldn't afford it. It costs half a year's credits just to go in and talk to her. Das ist doch die gleiche Consort, was heißt Consort übrigens auf Deutsch, die von der Elkor gesprochen hat, nehme ich mal an. Can you at least tell me where I can find her? Sure. She's across the bridge from the embassies. Thanks, kid. Have fun. Try not to get into too much trouble. I will. Have fun, that is. Konsortin. Okay, ich weiß nicht, was eine Konsortin ist, ehrlich gesagt. I don't have time to talk now. I'm very busy. Very busy. Ey, ich brauche einen Drink. Hello, Commander. Can I get you something? You know who I am? Your arrival created a bigger than average stir among the diplomats and hangers-on around here. There's always something new happening around here. I could fill you in on some points of interest if you'd like. What's going on around here? Well, you found the embassies, not much going on here. Across the bridge, you'll find the bank, the Emporium, and Shiera's. If you haven't heard of her, you soon will. If you need supplies, you can try the markets one level below. For entertainment, I'd try Flux or Cora's Den. What is Shiera's? The consort? She entertains clients who can afford her services. Most of the diplomats and ambassadors have visited her at one time or another. She's a very powerful woman, but also very respected. Mm-hmm. Tell me about Flux and Cora's Den. Well, Flux has gambling and dancing, certainly more lively than this place. Cora's Den, on the other hand, well, let's just say it's livelier and deadlier, all at the same time.
Goodbye. So long, Commander. Have a pleasant day. Ja, ja, ihr auch. Mhm. Hier wird wieder einfach irgendwo rumgetapst. Ich wünsche allen viel Spaß, die selber spielen gehen, weil der Download jetzt fertig ist. Dann haben wir hier alles gesehen, würde ich sagen. Guck mal, hier haben die zwischendurch so Türen eingebaut, damit nachher bei der Technologie man das mal kurz aufgehalten wird und dann nachgeladen werden kann. Was ich recht witzig finde. Okay, wir gehen mal über die Brücke. Guten Abend, Dr. Rubik's Cube. Und Dankeschön, Sherburek, für den neuen Sub. Hallo und herzlich willkommen. Oh, ist das der erste Kogana, den wir sehen? Direkt eine Statue? Oh, das ist mir noch nie aufgefallen. Bevor... Oh, ist ja witzig. Das erste, was wir von Kroganern sehen, ist eine Statue. Geil. Wenn du das erste Mal Mass Effect spielst, denkst du dir so... Alter, was ist das? What the fuck? Ich sag doch Kroganer. I've had my office rearranged 5 times now. 5 times? But why? What do they want? How should I know? It's not like keepers offer an explanation for what they're doing. And yet, everyone just lets them go on doing whatever it is they do. What choice do we have? If you try to stop them, they just shut down and another one replaces it. Just strange that we know so little about them. Not to mention frustrating. Hier ist alles entspannt. Gucken wir nochmal auf die Map. Ah, wir sind unter dem Büro der Konsortin. Verwirrt. Mehr sind wir doch nicht. Hier, oh. Hallo. Welcome. I am Nelina. I don't recognize you as one of our expected clients today. Would you like me to see when the consort will be able to meet with you? Can't I just go in? I'm afraid not. Yeah, you must understand there are many who seek the consort services. But if you wish to leave your name, she'll make every effort to meet with you. What do you do here, Nelina? I'm one of the consort's acolytes. Many of the people here today will not see the consort, but they expect to be attended to just the same. It's our job to ensure that they leave contented. Das klingt alles nach Sex. What exactly do you attend to? Well, each acolyte has her unique abilities. Some soothe with song, others with conversation. As much as possible, we seek to match the needs of our clients to the skills of our acolytes. My specialty is touch. My fingertips can find every tension point in your body and relieve it. Dankeschön, Chris, fürs Verschenken von Subs. Dankeschön, Papikachu, auch für den neuen Sub. Ihre Fingerspitzen, hä? Huh? I'd like to try out your services. Excellent. I'll add you to our client list. We should be able to see you in 3 or 4 months. What? Nobody's worth that much of a wait. Well, that's not for me to judge. I have your name and you'll be contacted. Is there anything else? What is the consort? What does she do? It's difficult to explain. She's many things to many people, and something different for each. Some seek her for advice, some for entertainment, others still for pleasure. Most of the time, our clients won't realize what they were seeking until after she has provided it for them. You make her sound like some kind of oracle. No, not in the usual sense. She's merely a woman with remarkable compassion and a generous spirit.
I suggest you make an appointment and see for yourself. I think I'm done here. Oh, well, I hope you'll return again in the future. We always enjoy seeing new clients. Nalina. Yes, Shaira? Send the commander up to see me. I wish to speak with her. Ooh, Sonderbehandlung für uns. Yes, of course, mistress. Huh. It appears the consort has taken notice of you. She'd like to meet with you now. Where do I go? Just head upstairs. She'll be waiting for you. Bum chicka wah wow. I see even the humans find the consort irresistible. This is my first time. I can't believe I didn't come sooner. Didn't come sooner. Welcome. It is a pleasure to see you. You're with the Alliance? My brother's a private back on Earth. Interessant. Danke dafür. That is close enough, Commander. I've heard a great many things about you since your arrival here in our citadel. What exactly do you do? That depends on your needs. I offer advice to some, comfort to others. I have a certain problem that could use your expertise. Maybe I can help. I have a friend, Septimus, a retired Turian general. I won't discuss the details, but he wanted me to be more than I could be. We had a falling out. Now he spends his days in Korra's den, drinking and spreading lies about me. If you would speak to him as a fellow soldier, I believe he will listen to you and let the matter be. What happened between you? I respect his privacy too much to go into the details. If he wishes to tell you what happened, that is his prerogative. What exactly do you want me to tell him? Appeal to his sense of honor. Remind him of his position as a general. If you can convince him to stop spreading lies about me, I would be very grateful. Unangenehm zu Corona-Zeiten. Now I must ask you to take your leave. I have many clients waiting to see me. Please, Commander. I ask that you return to me only after you have spoken with Septimus. Okay, ja gut. Sie ist uns so nahe gekommen, Chat, weil sie uns überzeugen wollte. Ja, sie heißt fast mal ins Gesicht, Junge. I have to admit, I'm a little nervous. That's understandable. Many are a little unsure what to expect their first time. Okay, Korra's Den. Wo haben wir das denn nochmal? Emporium Bank. Wir gehen mal weiter erforschen. Dankeschön, Froggy. Ah, ist im unteren Level. Dann können wir jetzt auch direkt ins untere Level gehen. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Wobei, kann ich hier mit schon ins untere Level? Ich kann nur zu den Präsidium Locations. Nee, gut. Wir gehen weiter erforschen. Ist das schon der zweite Teil? Nein, wir sind im ersten Teil. Ja, das Spiel ist ziemlich lang. Vor allen Dingen, wenn man alle drei Teile spielt, dann ist es besonders lang. Auch eine geile Rasse. Ah, human. This one is greatly pleased to see you here in my decadent emporium. Who are you? This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan. Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. Ich weiß nicht, warum der so viel lauter ist als andere, aber das ist einfach so sein Feeling, glaube ich. What exactly do you sell? Only the finest and most luxurious items that credits can buy. This one is able to procure almost any item the human would desire. For a price, naturally. Why do you refer to yourself as this one and it?
for the same reason that humans are so inquisitive. It is part of our culture. Specifically, Hanar only refer to themselves in the first person with family or intimates. And we rarely do so with other species. It is just our way. Who are you? This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan. Hab ich den das schon gefragt? Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. Show me your items. Oh, this one is pleased to do so, human. You will not be disappointed. Oh, so war das. Oh Gott. Okay, hier kann man eine Menge kaufen. Sell all junk? Oh, ich habe kein Junk. Ich habe kein Junk. Dankeschön für die Info. Ich gehe hier einmal hoch. Kann ich hier vielleicht was klauen? Ich ehrenwerter Spectre-Anwärter. Spectre-Anwärterin meine ich. Sieht nicht danach aus. Schade. Kauf die Lizenz am besten. Ach, scheiße, was war denn nochmal die Lizenz? Okay, warte mal. Commander. Show me your items. Oh, this one is... Standard-Items, ne? Die Sirta Foundation License. Weiß nicht mal, wofür die war. Aber ja, ich kauf's immer, wenn der Chat das sagt. Hallo, Balafon. What's this? One of the Earth Clan. Ah, a very famous one, yes? You are the one called Shepherd. The tale of how you survived the great tragedy on Akuz is truly remarkable. I am amazed each time I hear it. You've got me at a disadvantage here. Forgive me, Earth Clan. My name is Barlavon. My job makes it necessary for me to keep informed. I am a financial advisor to many important clients here on the Citadel. When someone as important as yourself arrives on the station, I take notice. Nessie schreibt, die sind irgendwie so niedlich. Ach, für den Händler auf deinem Schiff sind die Lizenzen. Thank you. Tell me more about your job. Galactic finance is incredibly complex. A mix of laws and regulations from dozens of interstellar economies. I'm an expert in how all these economies interact. For a fee, I share my expertise. I also offer premium services for those clients who need someone to conduct business without drawing unwanted attention. Discreet and efficient. That's my motto. Sounds pretty shady. Everything I do falls completely within the bounds of interstellar commerce law. Even so, many of my clients would prefer their transactions remain undisclosed. For example, suppose a Hanar ambassador was petitioning the council to reduce tariffs on Hanar goods. How would it look if he had money invested in a Hanar exporting company? Even if his true motives were to help his people, he would be accused of advancing the petition for his own personal gain. I can keep his personal finances private. Er ist einfach Citadel Hedge Fund Manager. Ja. Still sounds shady to me. Then we can only hope you will never be cursed with a large enough fortune to require my services. What's it like living here on the Citadel? The station is without a doubt the greatest wonder in the galaxy. It is a technological marvel, but its true splendor goes much deeper than the hull and engines. From the Presidium to the wards, the entire station is a testament to the success of the Council. All the species of Citadel spaced together in a single, strong community. What makes the Presidium so special? It is the political center of Citadel space. 80% of all intelligent species in the known galaxy acknowledge the Council's authority on interstellar matters. But only the most powerful and influential species have embassies here on the Presidium. This level of the station is reserved for the elite
Shepard. People like us. What are the wards like? The cultural heart of the galaxy. They pulse with the lifeblood of millions of citizens from dozens of different species. You never know what you'll find out in the wards, Commander. It's always full of surprises. Fortunately, most of them are pleasant. I should go. Goodbye, Commander. Ich würde ja gerne dem einfach mal Kohle geben können und dann soll der die mal vermehren. Mal gucken wir mal, wie er sich so macht. Eigentlich ganz geil. Ein bisschen darauf rumgetapst. So, jetzt sind wir hier an der Map angekommen. Da können wir dann wahrscheinlich eine Etage runtergehen. Ich dachte, ich kann die ansprechen. Der hätte auch zum letzten Petecast gepasst. Stimmt. Heute kam eine Sonderfolge vom Petecast raus. Bram und ein anderer YouTuber unterhalten sich über Aktien und Anlagen und sowas. Oh, der Elevator. Oh, shit. Okay, wir müssen erst zu einem Council reden. Ich mache heute ungefähr bis 10 Uhr, by the way, lieber Chat. Dann haben wir die ersten 3 Stunden von der Legendary Edition gesehen. Wow, Pete klingt ja wirklich begeistert über die Folge. Ich weiß nicht, ich habe sie nicht gehört. Ich habe keine Ahnung. Look at that bug thing over there. What's it doing? Please do not disturb the keepers. Keepers sind's also, huh? Das Game sieht doch kein Deut besser aus als 2008. Doch. Ein ganzes Stück sogar. The council isn't gonna ask me any questions, are they? I doubt it. We've made our reports. Now we just have to trust Ambassador Udina. No, we don't, sir. Ich konnte jetzt skippen. Kann ich jetzt? Ich konnte skippen. Sehr schrecklich. Die sind legendär für alle, die Mass Effect nicht gespielt haben. Mass Effect 1, die gingen unfassbar lange. Diese Fahrstuhlfahrten gingen immer lange, weil dann nachgeladen werden musste. Und die sind halt super legendär dadurch geworden. Oh mein Gott, it's Garrus! Saren's hiding something. Give me more time. Stall them. Stall the council? Don't be ridiculous. Your investigation is over, Garrus. Commander Shepard, Garrus Vakarian. I was the officer in charge of the CSEC investigation into Saren. Come across anything I should know about? Saren's a Spectre. Most of his activities are classified. I couldn't find anything solid. But I know he's up to something. Like you humans say, I feel it in my gut. I think the Council's ready for us, Commander. Good luck, Shepard. Maybe they'll listen to you. You don't want to keep the Council waiting. Unser erstes Gespräch mit Garrus! Geil. Wo findet man diesen Petecast? Einfach auf der Webseite oder bei einer Podcast-App deiner Wahl Petecast eingeben. Nur nochmal zur Info für alle, die später dazugekommen sind. Das ist jetzt hier so ein, wir gucken uns die Legendary Edition mal an. Aber ich werde das jetzt nicht als Streaming-Projekt gleichzeitig zu Dark Souls starten. Dark Souls hat jetzt erstmal Vorrang, das will ich noch zu Ende machen. Und dann gucken wir mal, wie dann die Situation aussieht. Happy fragt, war es an Garrus so toll? Alter, Garrus ist der Beste, Junge. Garrus ist immer am Kalibrieren. Garrus vertraut uns, Garrus ist loyal und Garrus ist einfach Bester. Garrus ist außerdem einer der wenigen Figuren, die... Ne, das ist jetzt Spoiler. Don't be ridiculous. The Volus won't be joining the Council for years. I'm not so sure. The humans are making a strong push. And you can bet the Volus will be right on their coattails if they succeed.
Allowing the humans to join us is a sound strategic move. But the Volus? No. The Hanar are likely to be next, then the Elcor. You may be right. Though the Hanar need to lighten up a bit first. You just don't like them because you have trouble understanding them. Ja. Menschen reinzulassen ist eine gute Idee. Na ganz bei euch. Ist der Vorplatz. Da ist Captain Anderson. Na, ich gucke mich vorher aber nochmal um. Würdest du das Spiel empfehlen, wenn man die alten Teile nicht gespielt hat? Ja. 100%. Wenn man die alten Teile nicht gespielt hat, auf jeden Fall. Jetzt ist die beste Chance, die beste Videospieltrilogie aller Zeiten zu spielen. Die beste Rollenspieltrilogie aller Zeiten. Ja, doch, das kann man sein. No, I'm waiting to speak with one of the counselor's assistants. Commander? Besser als Witcher? Ja, weil ich den ersten Witcher-Teil nicht gut fand. Und bei Mass Effect liebe ich alle drei Teile. Deswegen. No, I just want to ask a couple of questions. Commander? Ist ja eine sehr subjektive Aussage. Nein, ist objektiv die beste Trilogie. Natürlich ist es subjektiv. The hearing's already started. Come on. Andromeda zählt ja nicht zu der Trilogie. The Geth attack is a matter of some concern, but there is nothing to indicate Saren was involved in any way. Doch, the investigation by Citadel Security turned up no evidence to support your charge of treason. An eyewitness saw him kill Nihlus in cold blood. We've read the Eden Prime reports, Ambassador. The testimony of one traumatized dock worker is hardly compelling proof. I resent these accusations. Nihlus was a fellow Spectre and a friend. That just let you catch him off guard. Captain Anderson, you always seem to be involved when humanity makes false charges against me. And this must be your protege, Commander Shepard. The one who let the beacon get destroyed. The mission to Eden Prime was top secret. The only way you could know about the beacon was if you were there. With Nihlus gone, his files passed on to me. I read the Eden Prime report. I was unimpressed. But what can you expect from a human? Saren despises humanity. That's why he attacked Eden Prime. Your species needs to learn its place, Shepard. You're not ready to join the Council. You're not even ready to join the Spectres. He has no right to say that. That's not his decision. Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, Counselor, and mine. You can't hide behind the Council forever. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgment must be based on facts and evidence, not wild imaginings and reckless speculation. Do you have anything else to add, Commander Shepard? You've made your decision. I won't waste my breath. The Council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, your petition to have him disbarred from the Spectres is denied. I'm glad to see justice was served. Man sieht ihm doch sogar schon an, dass der böse ist. This meeting is adjourned. Puh. It was a mistake bringing you into that hearing, Captain. You and Saren have too much history. It made the Council question our motives. I know Saren. He's working with the Geth for one reason. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. Oha, Peter, Spoiler. Naja, wir haben hier gesehen, wie er den anderen Spectre hinterrücks in den Kopf geschossen hat. Also würde ich jetzt nicht gerade sagen, Spoiler. Dankeschön, Elch und Hell's Kitchen und alle, die gerade subben.
Tell me about this history between you and Saren. I worked with him on a mission a long time ago. Things went bad. Real bad. We shouldn't talk about this here. But I know what he's like. And he has to be stopped. What's our next step? As a Spectre, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. What about Garrus, that CSEC investigator? We saw him arguing with the Executor. That's right. He was asking for more time to finish his report. Seems like he was close to finding something on Saren. Any idea where we could find him? I have a contact in CSEC who can help us track Garrus down. His name is Harkin. Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time with that loser. You won't have to. I don't want the Council using your past history with Saren as an excuse to ignore anything we turn up. Shepard will handle this. I'll take care of it. I need to take care of some business. Captain, meet me in my office later. Harkin's probably getting drunk at Cora's Den. It's a dingy little club in the lower section of the wards. I thought you said he was a drunken loser. Couldn't hurt to go talk to him. Just be careful. I wouldn't call him reliable. You and Saren have a history. What happened? About 20 years ago, I was part of a mission in the Skillian Verge. I was working with Saren to find and remove a known terrorist threat. Saren eliminated his target, but a lot of people died along the way, innocent people. And the official records just covered it all up. But I saw how he operates. No conscience, no hesitation. He'd kill 1,000 innocent civilians to end a war without a second thought. Killing innocents doesn't end wars. It causes them. I know how the world works, Commander. Sometimes you're forced to make unpleasant decisions. But only if there's no other way. Saren doesn't even look for another option. He's twisted, broken. He likes the violence, the killing. And he knows how to cover his tracks. Our ambassador doesn't seem to get along with the Council. He's just frustrated. The Council's always preaching that we need to be part of the galactic community. But for them, it's a one-way street. They want us to expand and settle unstable regions like the Skillian Verge and the Attican Traverse. But when we run into trouble, they don't want to help us out. Everyone knows it's only a matter of time until we get a seat on the Council. The ambassador just thinks it should happen sooner rather than later. And I agree. Maybe they'd let us join the Council if we were more willing to cooperate with the other species. Of course they would. If we did everything they told us to, they'd love to have us on the Council. But it wouldn't be much of a deal for us. I understand their side. They don't want us dominating the Council. It's founded on cooperation and alliances. But we have to look out for our own interests too. Ist halt alles nicht so einfach, wa? You don't think much of Harkin. The guy joined CSEC about 20 years ago. He's been an embarrassment to our species ever since. Roughing up suspects in custody, bribery accusations, alcohol and drug use. The embassy used to step in when he got in trouble. But I guess enough was enough. Guy's a scumbag. He should have been cut loose a long time ago. He was one of the first human CSEC officers. Guess it would have looked bad if he got fired. A lot of backroom deals were worked out over the years to keep him on the force. Politics is a dirty business sometimes, but it looks like his time's run out. We've got enough humans in CSEC now to stop protecting him. Guy's a scumbag. He should have been cut loose. But it looks like his time's run out. We've got enough humans in CSEC. I want to know more about the Spectres. They're not your typical government agency. They tend to work alone, behind the scenes. They take care of problems the Council can't. It's not easy preserving peace across an entire galaxy. The Council prefers to use diplomacy and negotiation. But sometimes more extreme measures are needed. How do they decide who becomes a Spectre? You can't just apply to join. There's no training program. Spectres aren't made. They're born. The Council's always looking for exceptional individuals. People who can get the job done. Like you. They've been watching you for years. They see something in you. They want you on their side. Nihlus was supposed to give them a final recommendation, but with him gone, things are still up in the air. What's their command structure like?
There is no command structure. Each Spectre answers directly to the Council. Sometimes they're sent on specific missions. Other times, they act on their own. They tend to operate outside the law, do whatever it takes to accomplish their goals. The Council just turns a blind eye. Spectres have a lot of power, Shepard. They sound like shadow operatives. Everything about them is classified. We don't even know how many there are. The latest Alliance estimate puts their numbers under 100. But the Council couldn't do its job without them. They're the Citadel's top agents, the last line of defense, the final option before open war. The entire galaxy respects and fears them. If a Spectre shows up, you know something big is about to happen. I should go. Good luck, Mr. Anderson. I'll be over in the Ambassador's office if you need anything else. Dankeschön für eure Subs. Dankeschön, Luxus3er für die 2 € Trinkgeld. The Genius für den Sub. Pinky Ripbrain für 5 €. Dankeschön. Phil Holzkopf, danke für die 100 Bits. Kev für den Resub. Sally Chris für den Resub. Cyborder für den Resub. Elch für den Resub. Dankeschön euch allen. Dankeschön euch allen. So, wir können jetzt in den unteren Bereich der Stadt vordringen. Was ist los? Sagt er einfach nur ha? That guy's up to something. What guy? The one over by the keeper. Not enough data yet. What? Oh, no, I wasn't. Never mind. Yes, is there something you want? Why are you so interested in the keepers? Keepers? I've got no interest in the keep. Don't get coy. I know what I saw. I'm not so sure I should be talking to you about this. Just tell me what you're doing. I'm not here to get you into trouble. All right. I guess it wouldn't hurt to tell you. I'm using a small scanner to gather readings on the keepers. So far, I've had mixed results. I find it difficult to get near the creatures. Why were you being so secretive about it, though? Well, technically, we're not supposed to disturb the keepers. I don't really think my scanning disturbs them, but the authorities might disagree. I'd like to do it more openly, but it's not really worth getting arrested over. I could help you out. I'm not worried about the authorities. I don't even know who you are. I'm Commander Shepard with the Alliance military. Well, I suppose I could use the help. You'll need this. It's the scanning device I developed. Activate it each time you see a keeper. All collected data will automatically upload to my database. I'll even send a few credits your way for each unique scan. What are you doing with the data once you've scanned it? Trying to learn whatever I can about the keepers. We see them working everywhere, yet we know so little about them. I'm a scientist. I want to know what makes them tick. I should get going then. Yes, I have much work myself. So long, and good luck with the scanning. Da ist gerade ein Heli sehr tief geflogen. Sehr tief. Komm, wir können direkt zu Cora Sten reisen. Warum redet eigentlich das ganze Universum Englisch? Eine sehr gute Frage. Hier können wir uns die untere Map angucken. Hier geht's zu Cora Sten. That's her. Wait, what? Wait, what? Macht einen Pfennig da hinten. Alles drauf da. ECM ist hart. Ich weiß nicht, wie überhaupt funktioniert. Irgendwann werde ich es herausfinden. Granate! Granate!
All clear, Commander. Wenn das jetzt Sarens Männer sind, dann könnten wir das doch jetzt wieder direkt hier vorbringen, oder? Die Leichen sind noch direkt verschwunden. Ich weiß, ich bin ein M-Gott, Chat. Ich bin ein M-Gott. Dankeschön. Dankeschön, The Killer Phoenix, für 15 Subs. Here it comes! Oh fuck, ups, sorry, ich habe hier direkt eine Granate reingeworfen. Wollte nur die Waffe wegstecken. So, wir haben hier mehrere Dinge zu erledigen. Aber erstmal sprechen. Sorry, aber erstmal sprechen wir mit Jenna. Sorry, I'll get you when I can. Hey, was hast du denn gerade zu tun? Du hast nichts zu tun. So, wir haben einmal General Septimus. Back off, Rex. Fist told us to take you down if you showed up. What are you waiting for? I'm standing right here. Rex! This is Fist's only chance. If he's smart, he'll take it. He's not coming out, Rex. End of story. This story is just beginning. Out of my way, humans. I have no quarrel with you. What was that all about? Who knows? Let's just try not to get caught in the middle. Hey there, sweetheart. You looking for some fun? Because I gotta say, that soldier getup looks real good on that body of yours. Why don't you sit your sweet little ass down beside old Harkin? Have a drink. We'll see where this goes. Ugh. I'd rather drink a cup of acid after chewing on a razor blade. You trying to hurt my feelings? You gotta do better than that. After 20 years with CSEC, I've been called every name in the book, Princess. Call me Princess again and you'll be picking your teeth up off the floor. Now tell me where Garrus is. Okay, okay, just relax. Garrus, you say? You must be one of Anderson's crew. Poor bastard still trying to bring Saren down, huh? I know where Garrus is, but you gotta tell me something first. Did the captain let you in on his big secret? Just tell me where Garrus is before this gets ugly. But it's all related, don't you see? The captain used to be a Spectre. Didn't know that, did you? It was all very hush-hush. The first human ever given that honor, and then he blew it. Screwed up his mission so bad they kicked him out. Of course, he blames Saren. Says the Turians set him up. Könnte ja auch so gewesen sein. He said they covered all this up. How'd you hear about it? I spent 20 years working cases here on the Citadel. People on this station love to talk. Secrets are like herpes. If you got them, you might as well spread them around. You're a pig. Just noticed that now, did you? Just tell me where Garrus went. Garrus was sniffing around Dr. Michelle's office. She runs the med clinic on the other side of the wards. Last I heard, he was going back there. I'm out of here. Yeah, good. Go. Let me drink in peace. Oh, yeah. Commander! What do you want? What's bothering you, General? I've seen a lot of horrible things in my days, and there's only one woman in this damn galaxy that helps me forget it. So if you feel that way, then why spread lies about her? 'Cause she rejected me. Me! Septimus Araka, General of the Turian Fleet. Is she really worth it? There must be other women. It's not just any woman I want. It's her. And her alone. Look, kid, I appreciate what you're trying to do, but don't waste your time. You need to start acting like a general if you want to beat this. I spent all my life acting like a general, and what did it get me? Huh? No, those days are over. I'll just be what I am. A tired, lonely, worn-out soldier. Ich konnte nicht die anderen Varianten wählen, leider. Deswegen muss ich es jetzt anders machen. Sag mal, was für Komplexe haben die Männer in dieser Bar? Ja, die beiden, die sind beide auch Quest, Leute. Er hier redet von Zahira, Shiara oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den hart rannehmen muss. Oder nicht. You're a damn general. Quit your whining. Ha! You got balls, kid.
There are only 5 people in this damn galaxy who talk to me like that. So you think it's that easy? Just straighten up and act like a general? I don't think it could hurt. Huh. Maybe you're right, Commander. Shaira's worth the effort. Even if she won't have me back. Mass Effect ist ein mittelmäßiger Shooter mit seichten RPG-Mechaniken und der Anfang der Straße, die uns zu Anthem führte. Maurice Weber auf Twitter. Okay. Kein Civ-Spiel mehr mit Maurice offensichtlich. Now get up and get moving, General. All right. I'll go to her. After I've had a cold shower or two. Say, you're a bright kid. Would you be interested in earning a few extra credits? What do you want me to do? There's an Elcor diplomat out there who believes Shaira gave up his secrets. Why does he think that? Because I told him. Look, I just need you to convince him of the truth. What makes you think he'll believe me? You'll bring him proof. Take this data pad. It shows where I got my info. It will exonerate Shaira and convince the Elcor. Who am I taking it to, and where is he? His name is Zaltan. He's an Elcor diplomat. He's over in the embassies complaining about Shaira. Well, here's to soldiers acting like soldiers. Thanks, Commander. You know, you might make a good general yourself one day. Hard to imagine a general like that getting so upset about a woman. That's because you don't understand women, Caden. Das kann natürlich. Whoa, das kann natürlich auch sein. Aber was geht hier noch so ab? Hallo? The back rooms are private, reserved for Fist and his friends. Alter. Meine Fist hat auch eine Reservierung in deinem Gesicht, Junge. Who's Fist? He owns this club, but the customers have to stay out front. What did that other Krogan want? Rex. Personal matter. Not real chatty, is he? Goodbye. Enjoy the club. Enjoy the club. Dankeschön, Loki. Dankeschön, Ulrich und Optimus Prime hat noch ein Ticket. Tell us he used to be a Spectre. Maybe it's not true. Harkin's an ass. Bet he's just messing with our heads. You're probably right. Still. I'd like to hear what the captain has to say about all this. Schlag mal einem Krogan ins Gesicht. Ja, nee, die Option haben wir ja gar nicht. Ich will mich hier unten noch ein bisschen umsehen. Konntest du da nicht noch was mit mir reden? Nee, nur so mit einem Patron. Der hat nicht mal einen eigenen Namen, deswegen glaube ich da nicht mal was Relevantes. Machen wir hier die Markets auf. Oh, ein Marktplatz. Baby, ein Marktplatz. Ich will alles kaufen, aber kann mir nichts leisten. Meine Stimme ist brüchig. Hello there. Welcome to Moreland's famous shop. You want many good supplies, yes? Many good supplies, please, yes. Let me see what you have. Oh, you will be pleased, I think. Very good things I have. You will see. Ich mag dieses Anstarren, wenn man sagt, ich möchte gerne die Standardsachen checken, dann sagt sie das nicht wirklich. Dann starrt einfach nur. Das ist wie bei Witcher mit dem Gwent-Spielen. Ja, haben wir uns die Lizenz gegönnt. Die habt ihr mir ja gesagt, ist das Relevante. Gucken wir mal kurz auf die Map. Damals, als BioWare noch gut war. For real. For real, Mofo. Ich bin ja 100% auf deiner Seite. Ich bin ja ein bisschen in einem Meme-Video drin. Ist das wirklich... Wow, it's you. Was für ein Meme-Video? Das ist ein gutes. Das ist ein guter Ausschnitt von mir drin. Bin ich lustig. Okay, Syncope. Bist das erste Mal dabei? Klar. Hier das Inventar. Du hast jetzt hier pro Person. Kannst du die Waffen durchgehen? Auswechseln. Und modifizieren. Mit X. Kannst du so Upgrades auf die Ammo und auf die Waffe halt packen. Und du kannst die einzelnen Partymitglieder durchgehen und dann halt deren Sachen wechseln.
Das ist das Equipment-Menü. Was ja wahrscheinlich das ist, was du meinst. Komisch, dass man das Spiel nicht auf Deutsch haben kann und nur den Ton auf Englisch. Ja, finde ich auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt, aber so ist es leider. Es ist leider genauso. You're Commander Shepard, the hero of Eden Prime. I am so honored to meet you. Fanboy! Willst du ein Foto haben? Nice to meet you. And you are? My name is Conrad. Conrad Werner. They say you killed more than 100 Geth on Eden Prime. Das ist nicht wahr. They say a lot of things. I was too busy killing them to count. Hey, I know you're probably busy, but do you have time for a quick autograph? Here you go. Thanks. I really appreciate it. My wife is going to be so impressed. I'll let you get back to work. Oh, but next time you're on Earth, I'd love to buy you a drink. Thanks again! Thanks again! Kein Thema. Hello, Earth Clan. No doubt you've just come back from the colonies. Will you be needing supplies? What colonies are you talking about? Oh, my mistake, Earth Clan. I assumed... It doesn't matter. Pharos? Novaria? Well, if you haven't heard of them yet, I'm sure you will soon. But it doesn't matter where you hail from. My goods are available to all. Ich habe das Gefühl, dass hier auf dieser Station jeder besser informiert ist als wir. Ein Commander der Allianz. Show me what you got. Most excellent. I am sure you will find something pleasing. Lizenzgebäude. Ja, hier, stimmt, wir können ja die Keeper scannen. Geilo! Best place on this ward to buy upgrades. I don't think you bought this here. I don't sell this model. Look, I know it was you. I remember your face. Really, that's impressive. Usually you humans can't tell one Turian from another. This was the place! Now, are you gonna give me a refund or not? Do you have your proof of purchase? What? No, no, I don't think you ever gave me one. I'm sorry then. I can't help you. But what do you... Can't help you. Dumm gelaufen. Das ist riesig. So big. Commander Shepard? Excuse me, Commander Shepard! God. I'm Emily Wong. I'm an investigative journalist working here on the Citadel. Could I have a moment of your time? What do you need? I've been hunting for evidence of corruption and organized crime on the Citadel, but there are places I can't go. I was hoping you might share anything you find during your own investigation. I can make it worth your time. How do you know that my investigation is going to uncover anything you need? You wouldn't be investigating if it weren't big. And if it's big, it's something I'd like to hear about. You gotta have access to better sources. Why contact me? I'm using every source I can find, but I think I've got a better shot with you. According to your file, you survived back on Akuz when everyone else in your squad got killed. If anyone can find the worst elements of the Citadel and live to tell about it, it's you. How do you know I'm investigating anything here on the Citadel? I'm a good journalist, Commander Shepard. Word gets around. Keine Chance. I'm here to do my job, not yours. Goodbye, Ms. Wong. I see, Commander. Bam! I apologize. In your face! Einfach mal nach draußen gucken. Dankeschön, Bixco, für den neuen Sub. Hallo und herzlich willkommen. Dankeschön, Salofren, für den neuen Sub. Hallo und herzlich willkommen. Is that your professional opinion, sir? This isn't a station, it's a city. There must be millions here. It can't be possible to track everyone coming and going. This makes Jump Zero look like a portageon. And it's the largest deep space station the Alliance has.
Jump Zero is big, but this is a whole nother scale. Look at the ward arms. How do they keep all that mass from flying apart? The Council represents more races than I thought. No wonder they're careful with newcomers. They probably just want to keep everything running. It has to be hard keeping all these cultures working together. Or maybe they just don't like humans. Why not? We've got oceans, beautiful women, this emotion called love. According to the old vids, we have everything they want. When you put it that way, there's no reason they wouldn't like you. I mean, us. Humans, ma'am. You don't take much shore leave, do you, LT? All right, enough chatter. Let's move out, people. Aye, aye, Commander. Ach, Kane. Was ist hier? Ah, Präsidium. Ah, lass mich mal kurz auf die Map gucken. Ah, da ist die Med-Klinik. Ne, wir gehen mal weiter hoch. Dann gehen wir zu den Embassies. Bis wann machst du, Peter? Bis 10, habe ich gesagt. Oh, wir haben nach 10. Ja, ich will jetzt hier noch kurz die Quest zu Ende machen. Die eine Quest. Ich möchte dem armen Elkor sagen, dass es nicht Chiara war. Und dann will ich noch kurz mit Chiara reden. Wie ist die Performance? Bisher gut. Performance ist super. Strange greeting, human. This is really not a good time. I know who revealed your secret. It was a Turian named Septimus. Unbelieving. I know this Septimus, and he could not learn my secrets. The only way he could learn them is from the Asari consort. Not true. Look at this. Confused. This is difficult to fathom. If the Turian could learn this on his own, dismayed, anyone can discover my secret. Septimus is a powerful man, and it wasn't easy for him to find. Relieved. I suppose you are correct, human. Thank you for this information. Startled realization. I must speak with the consort. She will be most displeased with my actions. Anxious request. Please, human, if you will excuse me, I must go now. Septimus. I'm sure she'll forgive you. It was Nana's mistake. Doubtful. Perhaps you are right, human. I can only hope so. Die Schrittgeräusche. Thankful. That was a great thing you did, Commander. Approving. You see, Din, not all humans are as you say. I'm sure the Earth Clan stands to profit from this in some way. Projection, then. Apologetic. Do not listen to my Volus compatriot. It was a good thing you did, regardless of your intentions. So, und jetzt gehen wir noch zu Chiara. Oh ne, mit dir will ich nicht reden. Erst später. Ich denke mal, Jay ist im Chat. Ist meine Vermutung. Lass mal kurz gucken. Consort Chambers. So schneller als rüberlaufen, glaube ich. Hey, Neldina. Septimus has sent word. Apparently, he sought the consort's forgiveness. Tja, weil ich awesome bin. Warum erzählst du mir das? Weißt du, dass ich damit was zu tun hatte? It was a long time ago, though. I barely remember it. What drew you back to the Citadel and to the consort?
Ich erinnere mich an die Faultiere. Okay, Shaira. Commander, I recently received a lovely note from Septimus. Thank you for speaking with him. Even the Alcor diplomat has withdrawn his campaign against me. Glad to help. It was my honor to aid you. You are too kind, Commander. But I would not expect you to help me out of the kindness of your heart. I also have one more thing to give you, if you are interested. Very. I'd be honored. I offer a gift of words. Damn it! Affirmation of who you are and who you will become. Ah. I see your skin, tough as the scales on any Turian, unyielding. A wall between you and everyone else, but it protects you, makes you strong. That strength is what kept you alive when everyone around you was dying. You alone survived. You will continue to survive. This may be who you are, but it is not who you will become. It only forms the basis for your future greatness. Remember these words when doubt descends, Commander. Thanks, I guess. Close your eyes and relax, Commander. Schließt bitte eure Augen. Alter, voll die Titanic-Sex-Szene. In light of your efforts with the Alcor Ambassador, I would like you to have this small trinket. Geil. What is it? A small mystery. I have never learned its use or purpose, but I sense it is time for me to pass it on. And now I must ask you to leave. I have done everything I can for you. Remember my words, Commander Shepard. They will give you strength. Was habe ich von dir gekriegt? Ich weiß nicht, was ich von ihr bekommen habe. Stand auch irgendwo, oder? Wie auch immer. Ach komm, wir gehen hier noch kurz raus. Ja, der Squad stand dabei. Der Squad hat sich das angeguckt. Guck mal hier. Hier ist doch schön, Chat. Das waren noch schöne 3 Stunden mit der Mass Effect Legendary Edition. Ich find's cool umgesetzt. Macht auf jeden Fall Laune, muss ich sagen. Ash und Caden haben angefeuert. Ja, ich glaube auch. Sie hat uns Syphilis gegeben. Ich hoffe nicht. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr heute mit dabei wart. Danke auch an alle, die gesubbt haben, so wie Baltimore Raven zum Beispiel. Er hat jetzt gerade nochmal gesubbt. Teller und Ski Race und Pet V. Bin gespannt, was du vom neuen Marco hältst. Ja, ich auch. Da soll ja einiges überarbeitet worden sein. Dankeschön, Massi, auch für den Resub. Mann, oh Mann, Peter, der geht ran. Wir werden heute Sturmwaffe raiden. Ich kann mir übrigens sehr gut vorstellen, dass ich an diesem Wochenende nochmal mit Dark Souls live gehe. Ich weiß nur noch nicht, wann genau. Aber nur damit ihr das schon mal gehört habt. Ja? Und jetzt, vielen lieben Dank. Bestellt Sturmi ganz liebe Grüße. Vielen lieben Dank auch noch an die Mods und an euch. Und euch einfach jetzt noch einen wunderschönen Freitagabend. Haut rein.